Okay, also, das ist jetzt gerade hier ein krasses Ding. Jetzt muss ich erstmal wieder schauen, wie das überhaupt funktionieren soll. Und... ja, okay, haben wir. Würde es gerne sehen, ich bin der Weitsprung-Experte. Würde es mir gerne angucken. No! Ist klar! Ist klar! Hallöchen, Muchachos, die 500. GTA-Folge. Heftig, wie weit wir schon sind. Wir haben heute was ganz Spezielles für euch, nämlich eine 2% Level Asian Motorradparcours-Map. Wir nehmen extra die getunte Variante. Und ich begrüße den lieben Deko und natürlich auch die gesamte Mighty Muchacho Army, die hier wieder aktiv ist. 25 Auserwählte. Ja, 25 Auserwählte und wir sind auf YouTube knapp, also irgendwie 7800, auf Twitch auch nochmal ein paar. Also wir haben auf jeden Fall über 8000 Zuschauer. Das ist unnormal krass, was da los? Genau, denn die Leute, wir haben heute was veröffentlicht. Die Leute, die jetzt gerade Zeit haben, kriegen diese 500. Folge schon jetzt mit. Das heißt, wenn du das nächste Mal auch Bock hast, schau einfach mal in die Beschreibung, da findest du unseren Twitch-Stream, da einfach mal folgen, dann weißt du immer, was abgeht. Erst jetzt geht's ab. Schon wieder zwei Spenden reinbekommen. Das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Wie soll ich die Spenden vor? Ich kann allerdings auch nur schlecht sagen, ich lese die Spenden nach der Web vor, weil das könnte 2 Stunden dauern. Ja, das kann echt jetzt ein bisschen dauern. Hallo, ich fahr doch! Kurz, bis ich irgendwo einen Punkt habe. Ich fahr nicht, okay. Also am Anfang noch relativ still, ich hab gesehen. Was war das denn für ein Troll, Alter? Wow, fuck! Ich bin auch ein bisschen zu weit. Was für ein bisschen zu weit? Bist du sicher, dass du den Punkt hinter der Rampe bekommst? Ja, das kann glaube ich sein. Ich glaube, da wurden wir alle richtig auseinandergenommen. Jawohl, geht doch. Stimmt, da, der ist echt auf der Straße, der Punkt. Please. Die. Wow. Ist da irgendwo eine Rampe, oder? Also, okay. Ganz viele haben hier die normale Bar, die, ich hoffe, die kommen damit klar. Ja, wie soll das denn klappen? Ach, da hinten müssen wir hin, okay. Wie soll denn der Sprung hier klappen, Alter? Kommst du da... Warte mal. Hä, wie würdest du denn da... Wie würdest du denn da so Anschwung nehmen? Warte mal, kommt man hier durch? Kommt man da durch? Ich weiß nicht. So, ich habe mal eben kurz Zeit. 1 Euro von Bauchnabel so. LP. Könnt ihr bitte das Spiel kurz offen machen, dass ich nachjoinen kann? Hab keine Ahnung. Danke. Ich würde sagen, es ist zu spät. Oh, 50 Flocken von Ziegenmann-Fan. Ich muss die Message gleich vorlesen. Ziegenmann-Fan, du hast gerade schon so viel gespendet. Was ist denn los mit dir? Ah, von Ziegenmann-Fan. Nochmal 50, weil ihr es seid. Wir bedanken uns. Herzchen. Die 50 Flocken geben vielleicht Power für die Map. Ich glaube, ich habe gerade gefunden, wie es geht. Danke, der Ziegenmann. Wie ist das eigentlich bei dem Ziegenmann selbst? Kommt dann auch der Ziegenmann? Das musst du jetzt klären. Oh, vielleicht kommt dann die Ziegenfrau. Da kommt die Ziegenfrau. Ist auch okay, nicht so schlecht. Geht's. So geht's. Wenn ich dann richtig fliege, geht's so. So. Okay. Vielen Dank. Topaz, 1 Euro. Hab schon 2 GTA 5 Best-Ops gemacht. Kanal Topaz. Hab ich sogar gesehen. Danke dir. Immer fresh. Ich hab den Wheelie zu früh gezogen. Also, ich hab den Punkt jetzt bekommen. Ehrlich, wie? Ich bin einfach an dem Obststand an der Seite vorbeigefahren. Musste eben durch diese kleine Lücke cruisen. Und das nicht gegen den Obststand oder gegen dieses Benzinfass. Nein. Fahren. Dann hast du aber richtig scheiße gemacht, ja. Wieso? Hauptsache, du sollst eigentlich über die Auffahrt vom Parkplatz springen, vor der Rampe landen und weiterfahren. Echt? Ja, aber das ist ja Level Asian, ne? Danach man wisch ein gefällt. Ah, ich hab's. Ah. Also, ich hab's auf die Weise geschafft, aber bin nicht hoch gekommen. Was? Achso, das ist ja. Oh, jetzt fuck, die Frage, ob ich weiterhin so versuche oder ob ich so mache wie du. Mach mal lieber so wie ich, du willst ja noch weiterkommen, oder? Okay, theoretisch. Was ist das denn noch hier oben? Ah, oh, Scheiße, egal jetzt. So, 1 Euro von Rico LP. Ihr seid korrekt, Jungs. Was, da muss man durch? Oh, der hat's richtig gemacht. Und der dann Typ. Richtig abspringen. Oh. Das könnte schwierig werden. Ey, hier sind echt Pros dabei, muss ich ja mal sagen. Krasse Leute. Ach was, hier kann man so einen Speed mitnehmen. Nein, nicht verkacken. Sehr schön.
Wow. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh, man. Komm, naja. So, wir haben nochmal 1 Euro. Rötti ist eine schwule Hupe. Was? Bitte, was? Rötti, dein Kumpel ist auf jeden Fall ein sehr guter Kumpel. Aber es gibt ja auch so einen Spruch, Freunde sucht man sich ja nicht aus, ne? Freunde sucht man sich nicht aus, ne, die sind irgendwie immer da. Fuck, ich krieg das gar nicht hin. Ich hätt's gerade fast geschafft und ganz am Ende falle ich da runter. Das war doch auch wieder so bad timing. Komm, jetzt aber hoch hier. Hoch hier! Lol. Komm ich da nicht anders hoch? Oh. Nico, sag nicht, du bist immer noch bei dem gleichen Punkt. Nee, ich hab's jetzt gerade geschafft. Ah, okay. Ich brauchte nur noch einen Try, wo ich auch wirklich durch den scheiß Obstgartenstand durchkomme. Ja! Muss ich jetzt hin? Ja! Finally! Oh nein! Wir bekommen schon wieder Spenden rein. Was haben wir hier? 2 Euro. Hey, wir haben Rainbow Six Clan. Ist es möglich, gegen euch ein Clan-Wort zu machen? Ich schreibe euch aber nochmal eine E-Mail. E-Mail wäre dafür nicht schlecht. Clan-Wort. Wir hatten eigentlich gar keinen richtigen Clan. Hatten wir ja schon. Und ja, jetzt kommt nochmal einer gegen. Achso, lol. Fabian Siegesmund mit seinen Jungs. Da hoch? Oh, da hoch! Marvin, wo bist du eigentlich? Ich bin, glaube ich, fast erster, Digga. Nice, also das ging echt gut klar. Und hier muss ich hoch. Wie kommt auf dieses komische Haus rauf? Ich bin erster, Deko. Ich bin neunter gerade. Warte, ich fahre mal kurz nach unten und sag's dir. Nee, ich glaube, ich habe schon. Ja, warte, hier. Ich stehe da gerade davor. Maximal Speed hier gegen. Deko, hier. Wo bist du? Ja, ich hab. Glaube, ich komme jetzt hier gerade an, ja. Ja, hier, genau. Da musst du gegenfahren. Also bei mir hat's so geklappt. Ja, ich krieg's hin. So, hier rüber nur? Oder was, wo muss ich hin? Ja! Was zum Fuck? So, ist denn er? 2 Spenden. Oh mein Gott. Ich lese gleich vor. Muss oh mein Gott, Deko. Du musst jetzt auf eine Rampe und von dieser Rampe direkt auf so ein Geschicklichkeitsparcours-Ding drauf. Was zum Fuck? Finde ich aber sexy. Geschicklichkeitsparcours mag ich. Meistens falle ich dann kurz vorm Ende runter und hab dann... Ja, du musst erstmal draufkommen. Du musst ja direkt durch so einen Weitsprung draufkommen. Und das wird richtig, richtig krass. Aber 2% Levelation. Was beschwere ich mich denn eigentlich? Ist doch vollkommen normal hier alles. Ich will es gerne hier... Ich war drauf, fuck. Man darf echt keine Kurven da machen. Nee. Komm nicht bis ans Haus ran. Ich mache das jetzt anders. Wir fahren jetzt ran. So wie es gerade wäre. Wahrscheinlich genau hier. Ich mach das doch. Vielleicht. Oh, schon wieder 3 Spenden. Warte, 5 Flocken von Chemnitzer Dog. Hallo Deko, mein Boss, habe eine Frage. Was ist euer Lieblings-Bundesliga-Club? Mach weiter so. Herzchen, Affe mit Waffe, 1 Euro, ihr seid die Besten. Gruß an über 10.000 Muchachos live auf YouTube. Was? Was? Über 10.000 auf YouTube? Seid ihr behindert? Was ist da los? Crazy Maisy. Muchachos, ihr müsst die Map doch auch noch morgen schauen. Genau, ihr sollt die morgen angucken, nicht heute. Das war eigentlich so gedacht, dass... ein Kreis dabei sein. Genau, es war eigentlich so gedacht, so ein paar Leute, sagen wir mal so 2.000-3.000 schauen sich die dann vorher an. Krass, seid ihr unterwegs. Heftig. Also, Dankeschön. So, hier habe ich es rauf geschafft und jetzt muss ich da rüber springen, oder was? Nein, ein bisschen schnell hätte ich sein müssen. Fuck. Aber so schaffe ich das. Ich muss einfach ein bisschen gechillter fahren. Das könnte was werden. Turn around. So, jetzt ganz nach hinten. Trinken wir noch ein bisschen Monster. Oh. Mach keinen Scheiß hier. So. Ja, Alter, der ist so langsam beim Jetzt bin ich hier bei dir. Und jetzt aber, komm. So, wir haben nochmal Spenden. Erstmal ein Herzchen an 10.000 Leute auf YouTube. What the fuck? Ihr seid echt crazy, Maisy. Außerdem von InfiniteU donated 1 Euro. Moin, Deko Marvin, guck euch schon, seitdem ihr 90.000 Abos habt. Kannst du mich mal grüßen? Grüße, Muchacho. Grüße. Maurice, 1 Euro. Nicht wundern, kommt gleich mehr. Möchte nur testen, ob das Geld ankommt. Kommt nicht an. Wird entführt von japanischen Piratenbanden. Oh mein Gott, das wäre doch so geil gewesen. Ich bin eiskalt gegleitet. Gegleitet? Nee, gegrindet heißt das.
gelitten. Oh, nein. Ich war fast drauf. Please, das war doch so ein geiler Try. Fuck. Schon wieder. Nein. Oh, was ist das denn für eine geile Scheiße von mir, die ich hier mache? Das reicht nicht ganz. Shit. Okay, ich glaube, einer hat es jetzt schon geschafft. Also Respekt erstmal denjenigen, der hier nach vorne ist. Oh, das ist hart, da aufzukommen, Alter. Lohnt es sich, eine GTX 1080 Strix zu kaufen? Also, es kommt drauf an, wenn du jetzt gerade eine GTX 1080 8G hast oder von MSI, dann wahrscheinlich nicht so. Oh, aber wenn Gott. Du gerade eine, keine Ahnung, 660 hast, dann könnte sich das ein bisschen lohnen, ja. Kommt immer drauf an, was man damit machen will, ne? Also, okay, meine Wunsch 1080 im Moment wäre eine Zotac GTX 1080 AMP Extreme Edition. Boah, die kostet aber wahrscheinlich auch ordentlich Knatzi, oder? Die kostet 800 Block. 800. Und das, ja, ich bin drauf, oder? Ich habe ja gesagt, meine Wunschgrafikkarte. Ich hab's ja nicht. Oh. Mann, ich will ja nicht raufkommen. Ja, ja. Ich doch auch. Nein. Ich glaube, ich mache das jetzt mal nochmal anders. Ich fahre jetzt einfach maximal Speed dagegen, so wie ich es schon gerade zweimal fast geschafft habe. So. Nein! Das ist doch... Scheiße ist das doch. Ist echt gar nicht... Nein, ich hätte nur ein bisschen schneller sein müssen. Ich war perfekt vom Winkel. Shit. Aber man muss ein bisschen mit Wheelie anfahren, ne? Ja. Scheibenkleister. Ich hab's jetzt schon richtig auf kurz davor geschafft. Versuchst du wirklich auf dem ganzen Ding zu landen oder willst du irgendwie... Ich hab jetzt gerade schon zweimal versucht, da komisch durchzubuggen. Oh! Aber jetzt versuche ich wieder komplett drauf zu landen, weil so soll's ja eigentlich auch gehen. Nope, das war nicht so gut. So, nochmal zwei Spenden, drei Flocken von Schumi 987. Hi, gibt's noch eine neue Crew und kann ich dann in die Crew rein? Hashtag pick meine Eier, Hashtag beste YouTuber, Hashtag Ziegenmann. Auf jeden Fall Hashtag beste Hashtags. Hat Deko schon gerade gesagt, beim nächsten Stream. Ja. Beim nächsten Stream wird's eine neue Gruppe geben. Eine neue, genau, Crew. Nächster Stream gibt eine neue Crew, die wird dann auch live hier im Stream angekündigt und dann sind wieder 1000 Plätze frei für Muchachos, die mitzocken wollen. Genau. Ah, ich war drauf! Oh, ich war doch schon. Also das ist jetzt wirklich schon ein sehr hartes Element. Hatte ich so auch noch nie. Finde ich aber. Nee, es Hauptsache ist keine cool. Berührung und ich werde hier am Spawn zur Seite gedrückt. Oh Mann. Ah, komm noch drauf, komm drauf jetzt. Ja! Nope. Ja! Um 10 Euro. Nein, ich war doch drauf! Ich an die japanischen Piratenbanden, wie versprochen. Danke dir, Maurice, ein Herzchen an dich und die japanischen Piratenbanden, die werden sich bestimmt freuen. Japanische Piraten. Vielleicht können sie sich davon ein Plastikbein, wobei, ja doch, Plastik ist ja nicht so witterungsanfällig wie Holz. Vielleicht ganz praktisch. Ein Plastik, nein! Den japanischen Piratenbanden ein Plastik. Was haben Holzbein. Japanische Piraten kein Holz oder was? Ein Plastikholzbein. Na doch, aber Holz vergammelt doch so im Wetter und so. Ach so, okay. Also Plastik wäre schon eine Steigerung. Oder haben die vielleicht einfach ein Glasbein? Das wäre doch viel cooler, ein Glasbein. Alter, Marvin. Alter! Lusor Koeffizient Mabossa spendete 250 Block. Was? Digga! Was ist denn los mit dir? Wie geil, ein Herzchen, der Ziegenmann. Ich weiß, vielleicht. Wir können vielleicht über Connections mit dem Ziegenmann einen Privattermin vereinbaren für dich. Vielleicht können wir einfach so eine Privatsitzung müssen drin sein. Warte, nach der Runde schreiben wir dich mal an. Wir brauchen unbedingt deine Adresse. Genau, warte, nein. Schreib uns eine E-Mail an loser.fanpost@gmx.de. Musst du eine E-Mail schreiben mit deiner Adresse, falls du Interesse hast an einem Fick meine Eier-T-Shirt. Also, schreib E-Mail. Schreiben Sie E-Mail. Dankeschön. Schreiben Sie E-Mail. Genau. Und wir sollen ich soll den Leuten sagen, dass er nicht der echte Mabosser. Er ist nicht der echte Mabosser. Nein! Vielleicht ist es mein böser Zwillingsbruder. Also, Lusor-Koeffizient Mabosser ist nicht der echte Mabosser. I'm just saying. Aber du bist auf jeden Fall richtig krass drauf. Danke dir da für diese krasse Unterstützung. Danke. Wir kommen unserem Laptop immer näher.
Oder einer neuen Grafikkarte, vielleicht einer GTX 1080 AMP Extreme Edition. Vielleicht. Wie auch immer ich jetzt auf diesen Gedanken komme. Deko, hast du jetzt endlich diese Stelle geschafft? Ich komme einfach nicht voran! Nein, ich muss mich jetzt mal konzentrieren hier. Ja, konzentrier dich mal! Ich bin die ganze Zeit so viel am Spenden vorlesen. Und am Chat mitlesen und Twitter mitlesen und so. Ich muss mich fokussieren. Ich bin richtig hart drauf. Oh! Nein! Halt! War doch schon, ey! Ich komme mal drauf, dann bounce der hoch und landet daneben. Ja, ja. Also, ich bin erst einmal richtig drauf gewesen, sonst habe ich so eine andere Technik gehabt, aber die will auch nicht wirklich funktionieren und da ist schon wieder einer drauf. Und ich komme immer noch nicht klar auf meinen bösen Zwillingsbruder, der eiskalt 250 Euro gespendet hat. 250 Flocken, ich würde sagen, davon gehen wir morgen erstmal saufen. Oh nein, ich war schon... Oh. Ey, ich lande immer drauf und er bleibt aber nicht stehen. Ja, ich war doch schon drauf. Oh, ja, das wird doch nichts. Ja, Deko, ich bin drauf. Bin drauf. Oh mein Gott, jetzt muss ich es noch irgendwie schaffen. Fuck, wie mache ich das jetzt? Ich bin Zweiter? Gehofft, dass ich an dieser Stelle nicht mal überholen kann, ey. Vor allem, weil ich auch schon viermal drauf war und jedes Mal runtergefallen bin. Nein, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Deko, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich mach's jetzt einfach. Ich hab Angst. Deko, klatsch in die Hände. Muchachos. Ja! Ja! Nein! Alles nochmal von vorne. Und... Oh Mann! Ich war drauf und er ist aber nach rechts zur Seite gebackt an das Haus und ist gestorben instantly. Alter, was ist da los bei euch? Oh. Ziegenmann-Fan donatete 300 Euro. Was? Für euren Laptop. Ey, Was ist denn danke hier dir, los? Was ist denn hier los? Ey, wie geil ist das denn? Ich glaube, dann 300 Flocken. Ey, wie... Das ist so krass. Er hilft uns damit auf jeden Fall richtig krass. Denn ja. So ein Laptop... Lol, ich bin fast durchge... Ich brauch hier mal kurz eine Pause. Ich komme hier gerade gar nicht mehr klar. Ich wäre gerade echt fast durchgekommen. Marvin, ich war gerade fast durch, ne? Oh, halt deine Schnauze, ich komm gerade gar nicht mehr klar. Ich bin drauf gelandet, bin auf den Teil einmal aufgebounced, nach vorne geflogen, von der blauen Wand bounced worden und bin fast rüber auf die Plattform. Ja, das mache ich doch so die ganze Zeit so. Was ist denn los mit den Leuten? Ich komme gerade echt nicht drauf klar. Ich kann mich gerade null konzentrieren auf diese Level Asian hier. Ich muss da nicht rüber grinden. Ich muss da drauf landen und das richtig machen. Nein, mach grinde. Du schaffst das sonst nicht. Wie grindet man denn? Ja, indem du cool bist. Wenn man sich so horizontal draufstellt. Puh. Achso, Ziegenmann, wir brauchen auch deine Adresse, by the way. Ah, ja, Ziegenmann-Fan. Wir brauchen, schreib eine E-Mail an die Adresse loser.fanpost@gmx.de mit deiner Adresse. Genau, Loser Merch-Paket plus fick meine Eier-T-Shirt, er glänzt. Deko, hast du schon mal von Mabossa die Eier gefickt? Liebe Grüße, natürlich. Was ist das für... Wie soll man überhaupt Eier ficken? Das geht doch gar nicht. Also meine Eier fick ich öfter mal. Wie soll das gehen? Hä, wie soll man da... Darf man da echt nicht... Ich hab jetzt gerade Angst, nein! Dass ich da raufkomme und drauf fahre. Ja, ich bin... Dass es falsch ist. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Es ist echt hart. Kann man nicht sich da vorstellen, dann ein Wheelie ziehen und dann so nach rechts weglenken? Ja, habe ich ja versucht, aber ich war zu langsam. Ich hätte schneller sein müssen. Ey, ich komme jedes Mal drauf und ich schaffe es nicht. Nein! Ey, ganz ehrlich, wer das schon hat... Ich war eben gerade Zweiter, als ich da vorne war. Das heißt, einer muss es echt schon geschafft haben. Du hast richtig dicke Eier. Wer auch immer das war. Ey, dass man jedes Mal, wenn man spawnt, zur Seite gedrückt wird, weil irgendwie, keine Ahnung, das rumbackt. Ah, es geht aber noch. Also. Nein! Ey! Nee, also ich bin gerade drauf gestanden oder fast aufgestanden, ich war Zweiter. Und ja, war ich auch. Einer steht da vorne, ich stand gerade nach da vorne. Ach so, echt? Hat doch keiner geschafft! Glaub nicht. Nein! Nein! Ey, mit dem Griden ist das so Alter, geil. Alter, was ist jetzt hier los? Ihr sollt nicht, ey, nur das zu sagen, ihr solltet jetzt nicht echt die Kreditkarten von euren Eltern klauen, ne? Nein, also.
Warte, warte. 1 Euro von Plemidor. 1 Euro von The Basher, der schreibt: Deko, hast du schon mal von. Achso, das haben wir schon gelesen. Ja, meine dann Eier wurden. Von Maju 299 Laptop, Ausrufezeichen. Was zum Fuck? Und von Florian 96 150 Euro. Ich trage dann auch was bei euch zu unterstützen. Ey, was ist denn. Was ganz ist, ehrlich. Was ist denn los mit euch? Ey, wir kriegen den Laptop vielleicht echt voll. Das ist so krass. Das ist so krass, Mann. Ey, danke, musst du auf jeden Fall. Hier mal du musst auch eine E-Mail schreiben an loser.fan.fdmx.de. Dank der Kraft der Muchachos! Bitte auf. Danke Ziemann, danke Florian, danke alle, ich hab's geschafft. Ich bin oben. Huhuhu! Hey, wie hast du es gemacht? Nein, warte! Oh! Nein! Oh! Fuck! Ich muss nochmal nach unten. Nach unten fahren. Oh fuck, bitte nicht absteigen. Wow, war das close! Ich schaffe es nicht darauf zu. Ich bin gegrindet aber. Du bist gegrindet? Ja. Also bist schräg mit deinem Motor drauf. Ja, genau. Komm, ich will hier hoch! Nein! Nein! Deko! Ich schaff's nicht! Oh! Es wäre so geil, wenn du. Ich muss. Okay. Ja, ich bin jetzt wieder hier. Ich schaff's da nicht hoch! Wie soll man das da hochschaffen? Ey, ich will gerade. Oh fuck! Das ist die. Wow. Muchachos. Ihr seid einfach richtig krank drauf. Mann! Geht mich gerade auf, dass ich. Ich hab den Punkt! Ich hab den Punkt und bin Erster! Ja, Mann! Oh mein Gott! Ich geb's auch auf, ich will jetzt drauf grinden. 20 Minuten, der erste Hashtag ist da und ich würde da sagen, Alter, wir haben die crazigste Muchacho-Army, die es einfach auf der Erde gibt. Das ist krass. Also, Hashtag Muchacho-Army, würde ich sagen. Danke, Muchacho-Army. Nee, übertreib's doch nicht. Siegmann-Fan donated 500 Euro. 500 Euro wegen 500 Euro GTA-Folge. Was? Nein, ich glaube das nicht mehr. Ich glaube langsam auch, dass die Sachen irgendwie morgen zurückgebucht werden. Also ihr sollt. Oh. Aber wenn nicht, dann ein Riesenherz an dich, danke dir. Richtig ich geil. Und ich hab's ja schon gesagt, du hast ja schon genug gespendet eigentlich für dein Merch-Paket und das kriegt mein Eier-T-Shirt. Alter, was? Die E-Mail auf jeden Fall nicht vergessen. Ich komm darauf echt nicht mehr klar. Ich komm darauf auch gar nicht. Das kann doch nicht. Ich kann dir nichts mehr machen. Was? Oh. Was zum Fuck? Was ist hier gerade passiert, Mann? Deko! Bitte was? Wenn du hier oben bist, hier oben ist nochmal so ein Parcours. Du fährst diesen Konzentrationsparcours und irgendwann ist eine Stelle, wo so ein automatischer Fahrstuhl ist. Das heißt, du willst eigentlich weiterfahren, aber dein Typ steigt einfach ab und du bist unten dann am Haus. Was zum Fuck? Also ich muss das nochmal hier machen. Also mit Scheiß. Ey, wie komme ich denn jetzt hier lang gegrindet? Ich habe Angst, dass wenn ich normal drauf komme und das Ding normal fahren schaffen will, dass es nicht einfach gar nicht geht. Deswegen will ich mir gar nicht erst die Mühe machen dazu. Nein, ich habe Angst. Oh, ich muss da schneller lang, glaube ich. Ich habe nochmal zwei Spenden von Malantor, 2 Euro, macht weiter so. Und von Maurice 1 Euro, lies ruhig leise. Was zum Fuck? Ist ohne Scheiß. Ich bin gerade nur noch so eine leere Hülle. Ich weiß nicht, schon was wieder? Die Nachricht von Maurice heißen soll oder bedeuten soll. Oh. Wie soll das Ach denn gehen? Ach Mann, ey, ich schaff's nicht. Wenn ich da rüber grinden will, Marvin, dann flieg ich immer nach links weg. Das ist so eine komische Stelle hier. Ich glaube, man muss da richtig schnell dran vorbeifahren. Also der Typ, mit dem ich mir gerade den ersten Platz teile, der wird auch immer wieder in den Fahrstuhl reingedrückt. Oder wenn. Ich weiß nicht, was das ist. Für das Update. Vere schreibt gerade 11.000 Zuschauer auf YouTube. Was zum Fuck? Was ist da los? Und ihr dürft doch die morgige. 11.000, das ist unser fucking Rekord. Das ist jetzt. Wir hatten noch nie 11.000 Zuschauer. Ich glaube, unser Rekord waren bis jetzt. Ich glaube, 6. 6.000 müssen es gewesen sein. Allerdings addiert von YouTube und Twitch. Ich weiß gar nicht, wie viele gerade auf Twitch sind. Ist einfach nur krank. Ihr seid einfach richtig krank drauf.
Ist natürlich richtig also cool, dass so viele Fall Leute dabei sind. Wir jetzt schon mal ein Livestream der Rekorde. Wir zocken eine 2% Level Asian. Nein! 2% Level Asian. Wir bekommen fucking die highesten Donations ever und wir haben fucking die meisten Zuschauer ever. Also, es ist einfach ein Tag der Extremer, Muchachos. Wenn ihr morgen diese Folge seht. Nein, ich bin an der Plattform! Ich hab's geschafft, durchzuglitschen. Wenn ihr morgen an der blauen Wand ab und falle runter. Diese Folge seht, Muchachos. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Da ist nämlich. Ich hab's geschafft. Da ist der Map-Download. Ihr müsst einfach schnell dran vorbeifahren, Muchachos. Dann habt ihr es. Nein. Wie soll das gehen? Oh mein Gott. Ich hoffe, das reicht. Ich hab den Punkt. Nein, diese scheiß Wand, Alter. Was für ein kranker Tag. Ey, dass ich echt das Grinden schaffe und dann runterfalle, ganz knapp an der Plattform. Ich hab den Punkt so bekommen? What the fuck, Mann? Aber auf Twitch sind 1191 Zuschauer, also auf fast 1200. Das heißt, wir sind bei über 12.000 Zuschauern. Was zum Fuck? Was zum Fick, Muchachos? Fick meine Eier, Leck mir die Knete. Unglaublich. Und leck mir die Knete, genau. Das war genau das, was ich sagen. Nein, da hinten muss ich hin. Krieg ich nicht hin. Krieg ich zum Fuck. Und eigentlich gucken sie mir nur zu, wie ich seit einer Viertelstunde an diesem Punkt hänge. Deswegen, Muchachos, ihr habt morgen die Möglichkeit, Pro Buster dann zu sehen, wie er das denn macht. Genau, morgen wird die Folge hochgeladen. Aus Marvins Sicht, der hier schon durch ist. Wir haben nochmal zwei Spenden reinbekommen. Loser Koeffizient mal Bosser donated 55,55 €. Was zum. Was bin ich etwa schuld an der Spendenexplosion? Ja, du hast das Ganze so ein bisschen losgetreten, Herr Lohn von Marvin. Das sagt ihr, das ist mein böser Zwillingsbruder, ist das. Oh. Danke dir dafür, aber das ist doch krass. Ich hoffe, ihr könnt euch das leisten. Wir wollen hier niemanden ausziehen. Ach so. Ich weiß gar nicht. Oh. Bremsen. Ich bin drauf. Ich hab's geschafft. Okay, jetzt. Du hast es noch nicht geschafft, Nico. Trust me. Du hast es noch nicht geschafft. Was muss ich jetzt machen? Ja, du musst da hochfahren. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich muss nur hoch. Was kommt da? Ja, weil also die Rechtskurve ist schwierig. Was ist da oben an der Ecke? Ja, du musst da einfach mal nach oben fahren, dann nach rechts fahren. Und die Rechtskurve, da habe ich fast zweimal verkackt. Deswegen muss ich da zweimal wieder richtig langsam runterfahren. Weil nein! Runter, also, wenn ich jetzt falle, dann bin ich ja auch vorbei, ne? Dann musst du alles immer von vorne machen, deswegen fahre ich da ja extrem vorsichtig. Was? Komm nicht hoch, Alter, warum komm ich nicht hoch? Hast du auch Digitune Barty? Ja. Okay. Natürlich. Ich hoffe, so, die meisten haben das genommen. 5 Euro von Logitech Surdi. Ich bin übrigens auch, voll der Logitech-Typ. Puh. 11.000 Zuschauer auf YouTube, also Hashtag 11.000 Zuschauer. Yay! Yeah. Hashtag einfach richtig krass. So, ich fahre ein bisschen zu schnell. Okay, nein, jetzt komm ich mehr weiter. Muss man überhaupt stehen bleiben? Muchachos, ich hoffe, ihr kommt hier auch gut klar. Ich bin Dritter hier. Es ist schaffbar. Es ist echt schaffbar. Marvin, ich bin hier Dritter. Okay, das ist krass. Und dieser Typ, der gerade mit mir das gemacht hat. Du kannst entgegenwirken, wenn du da einfach ganz schnell durchfährst, dann kommst du nicht in diesen Fahrstuhlmodus, nenne ich das jetzt einfach mal, oder Missionsmodus. Okay, Rechtskurve, first try, aber wo ist hier der Punkt? Achso, dann, ja, ist easy, musst weiter nach oben fahren. Hey, ich muss jetzt so ein Parcours hier mitmachen, oder was? Okay, da haben Leute die ungetunte Barty. Weiß nicht. Also hier oben auf der Plattform war ein Punkt, ja? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen schau lieber selber nach. Weil der ist da runtergefallen. Okay. Okay, er spawnt hier. Gut, hier war ein Punkt. Also an alle Leute, die das jetzt bei YouTube sehen, nimmt lieber die getunte Barty. Also wir machen das mit der getunten Barty. Nicht alle haben die getunte Barty und bei denen scheint es hier Probleme zu geben. Aber ich finde, wir sind jetzt bei 27 Minuten. Das ist doch vollkommen in Ordnung für eine 2% Level Asian. Konnten wir gestern Feuerwerk von zu Hause sehen? Achso, du warst doch gestern unterwegs. Hast du Feuerwerk gesehen? Nee. Also von zu Hause habe ich nicht gesehen. Wo war denn Herrenhausen? Also Steintorfest ist gerade in Hannover. Achso. Achso, ich habe eine Rakete gesehen. Relativ, ne? Ich habe eine Rakete gesehen, aber das war's so. Feuerwerk! Eine Rakete. Feuerwerk! Hashtag Hannover Steintor.
Der groß angekündigte Feuerwerk, er ist eine Rakete. Nee, habe ich leider nicht mitbekommen. Aber du warst ja auch erst später, ne? Ich war gegen 2 Uhr da, ja. Ja, wenn so ein Feuerwerk ist, das ist ja so für Leute, dass sie das angucken können. Und um 2 Uhr sind jetzt nur noch die besoffenen Spackos unterwegs, also... Ja. Denk mal, was? Okay, der eine Typ ist jetzt bei mir wahrscheinlich wieder. Jetzt ist wahrscheinlich schnell dran vorbeigefahren. Hä? Please! Ach so, jetzt weiß ich, Hauptsache ich war drauf und auf einmal werde ich in so einem Fahrstuhl katapultiert. Ja, ne, du musst da schnell dran vorbeifahren. Aber ich weiß nicht, welche Stelle war das? Das war kurz... bin ich jetzt rausgeflogen? Was ist passiert? Das war kurz vor dem orangen Ding. Oh fuck, okay, der muss ich schnell Punkt dann ist einfach schwierig. So, wir haben nochmal 1 Euro von Loser Simon. Wir danken dir, Simon, der Ziegenmann ist mit dir und natürlich gilt das für alle Spender heute. Ihr müsst eure Zimmertür einen Spalt weit offen lassen, damit der Ziegenmann euch besuchen kann. Denn der Ziegenmann hat Hufe. Oh. Damit kann er Türklinken nur schlecht betätigen. Genau. Also helft mir ein bisschen, euch zu helfen. Ich bin gerade immer noch ein bisschen geflasht mit Chachos. Sorry, dass ich... Ey, das ist so krass. So das krass. Ist richtig krass. Deswegen, ich kann mich auch gerade... Nein, ich kann mich gerade einfach null konzentrieren gerade, weil mir fehlen einfach die Worte. Okay, ich bin wieder drauf. Okay, jetzt nochmal hart hier konzentrieren. Hier langfahren war nicht sonderlich schwer. Daumen, Chachos! Drück mir! Nein! Das ist sauschwierig. Sauschwierig. Die Frage ist, darf man hier auf die Ecke fahren oder ist an der Ecke schon das Ding? Ich weiß nicht. Mach einfach mal, wie du denkst. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Ecke du meinst. Nein, ich bin runtergefallen, weil ich zu schnell war. Könnt ihr mit Danny Jeston spielen? Die Frage kam schon mal. Also ich kenne Danny Jeston schon mal persönlich nicht. Noch nie mit dem geredet. Ich habe auch noch nicht viele Videos Videos von ihm gesehen. Deswegen kenne ich ihn persönlich. Ich kann ihn nur nach dem beurteilen, was ich so ausschnitteweise gesehen habe. Und ich mag dieses ganze Rumgeschreie, so, also dieses, er redet zu schnell und so laut. Aber und sind wir auch nicht besser, ne? Ich finde das zu unchillig. Aber, also deswegen, ich... Natürlich wäre es möglich, falls er doch ein korrekter Typ ist, dass man vielleicht irgendwie was macht, aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht, deswegen... I don't know. Auch nicht wirklich. Nein, das ist doch... ich weiß nicht, wie das gehen soll. Deko ist immer noch Dritter, glaube ich. Ich bin immer noch Erster. Deko ist Zweiter. Was? Wasch! Wie? Was ist da los? Wasch! Wo muss ich jetzt? Ich bin jetzt oben auf dem scheiß Haus, was muss ich jetzt machen? Ja, du bist jetzt bei mir. Nee, du bist gar nicht auf dem Haus hier. Laber auch keinen Scheiß. Nein, ich bin jetzt auf dem Haus, wo dieses Ding drumherum war. Achso, okay. Denk mal, ich muss hier lang. Muss man überhaupt drauf? Ich spende 1 Euro von NilsOK09 für den Laptop, auch wenn es nur 1 Euro ist. Ihr seid die besten YouTuber. Danke dir, natürlich hilft uns auch 1 Euro für den YouTube, für den Laptop. Oh mein, ich komme gar nicht mehr klar. Und wir müssen ja für den Laptop zum Beispiel auch, weiß ich, ein Akkuladegerät kaufen, so ein Schüssel, also... Es ist immer da Raum für 1 Euro. Na, für jeden Euro. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe außerdem den Punkt eingesammelt. Außerdem nochmal 1 Euro von Trade Ticks. Hi, Deko. Mach mal, bitte. Oh, hier bist du. Na. Du musst da rechts abspringen, kleiner Tipp. Lol, ist ja richtig easy. Was? Ich hab's jetzt schon fast geschafft. Ja, hast du diesen Obststand mitgenommen oder nicht? Nö. Nein? Ich will die ganze den Aufstand mitnehmen. So, da haben wir nochmal 10 Flocken. Warte, nee. 1 Euro von Trading, machen wir bitte Telefon-Challenge, wo ihr im Hotel anruft und Begriffe wie Fick meine Eier oder Leck mir die Knete verwendet. Ich glaube, Fick meine Eier wird schwierig unterzubringen, oder? Ja, hier ist Herr Fick meine Eier. Haben Sie vielleicht das Zimmer Leck mir die Knete? 3. Hier, ja, vielleicht wird es ohne den Obststand doch ein bisschen schwierig. Ich glaube, man kommt nicht ganz, also man kommt da zum Haus hin, aber man kommt nicht so, dass man den Punkt einsammeln kann, hoch genug. Und 10 Euro von Barneu91. Oh. Moin, was? Männer, wie wär's mit einer Challenge? Wer seinen First Try verkackt, bekommt eine Ohrfeige. Wenn ihr elefantöse Eier habt, zieht es durch. Wenn nicht, macht ein Bergwerk auf mit dem Sand aus eurer Vagina. Sehr schön formuliert. Eigentlich können wir diese Anfrage jetzt kaum noch ablehnen. Aber die Frage ist jetzt, wieder selber sich ohrfeigen oder der andere muss dann zu einem herkommen? Und vor allem First Try was?
Es ist kompliziert, bei eurem Stream Vokabeln zu lernen. Ja, das könnte schwierig werden. Aber dafür also lernst Vokabeln du sehr viele... lernen konnte ich immer nur wirklich komplett abgeschottet. Für Vokabeln lernen durfte um mich rum nichts sein. Ich habe sonst Sachen auch gerne so am Fernseher und sowas gelernt, aber Vokabeln geht so überhaupt nicht. Vokabeln hatte ich immer eine 1. Merken war immer eigentlich ganz gut bei mir. Allerdings musstest du dir immer 2 Minuten vom Vokabeltest die Sachen reinziehen, weil du mit deinem Goldfischgedächtnis die Sachen nicht länger speichern kannst. That's true, aber ich habe immer noch eine 1 bekommen, also das habe ich noch gut hinbekommen. So, 2 Euro von PJJ, letzter freier Ferientag, erglänzt. Achso, echt? Ja, wenn das der letzte Ferientag ist, dann... Es ist zwar scheiß Wetter, deswegen ist das schade, aber immerhin ein User-Stream, ne? Also... Ja, ich wollte gerade sagen. Ist ja jetzt schon mal nicht ganz unedel. Und das an einem Wochenende, da wir jetzt irgendwie die meiste Zeit das nur noch in der Woche gestreamt haben. Genau, wir haben ja die letzten Tage eigentlich, also wir streamen allgemein letzte Zeit ziemlich viel. Was auch Spaß hat, muss ich sagen. Ich find's echt cool. So, gleich 35 Minuten. Ferien, Loser-Stream auf 2. Bildschirm und zocken. Was will man mehr? Was zockst du denn noch im 1. Bildschirm? Wir brauchen einen neuen Hashtag gleich, Deko. Wenn du willst, musst du bitte eine Spende machen, hast du gemerkt, ne? Deko, der Trickster. Oh, fuck. Deko, wir brauchen gleich einen neuen Hashtag. Und Hashtag salzige Kimme und so, das hatten wir schon zu oft, wir brauchen einen neuen. Wie wär's mit... Nein, ey, das ist eine richtig krasse Stelle hier gerade. Also das ist wirklich härter als dieser Grind eben gerade. Ah, da ist ja schon der andere. Der Typ ist hier. Hallo Typ. Hallo Typ. Ich denke mir gerade neues Hashtag aus. Ja, Hashtag, los. Hashtag Papa Schlumpfs blaue Sack. Kräuter. Wow, das ist aber ein langes Wort. Papa Schlumpf blaue Sackkräuter. Es muss kurz und prägnant sein. Okay, dann denk du dir was aus. Hashtag Ziegenäuter. Das ist, nein. Das ist kurz und prägnant. Prägnant, wir haben gar nicht, Ziegen, was das heißt. Wir haben Ziegen drin und wir haben Titten drin. Okay, also Hashtag. Hashtag Ziegenäuter. Hashtag Ziegenäuter. Sag mir, was dagegen spricht. Nichts. Es ist zu harmlos für uns. Ja, das habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, dass es vielleicht zu harmlos ist. Dann, okay, Hashtag Ziegenknete. So, jetzt aber. Ziegenknete. Also, Hashtag Ziegenknete. Und wir sehen es auch schon im Twitch-Chat. Alles Spam. Ziegensperma vorgeschlagen, aber das war dann vielleicht doch... Oh, das ist doch unglaublich haarig. Und Muchachos, wenn ihr den Stream geil findet, natürlich... Wollen wir uns über Daumen nach oben, ne? Also die Daumen nach oben, die können schon glänzen. Da könnt ihr schon mal ordentlich durchrasieren. Genau, glänzt die einfach mal durch. Ich weiß, man kann... Aber wie kriegt man denn diesen scheiß Obststand richtig mit, dass der einen richtig nach vorne... Das hab ich mich auch gerade gefragt. Es ist einfach todesschwer. Es ist richtig schwer. Und erst recht, wenn man schon mal neben das Ding springt hier. Ja. Aber bisher hatte ich auch keinen Try, wo ich sage, okay, das war jetzt irgendwie knapp oder so. Green Hunter muss morgen einen Eignungstest machen. Wofür das denn? Daneben! Eignungstest gibt es für... Ja, für viele Jobs eigentlich. Machen nicht alle heute diesen Assessment-Tester-Dingern solche Eignungstests? Ja. Aber ist das dann nicht ein Assessment, was man machen muss? Ja, ist aber nur das englische Wort dafür. 5 Euro von Loser Leon macht weiter so. Feier euch schon lange. Danke schön, Leon! Ich würde dir jetzt ein Herz zeigen, ich muss gerade fahren. Ich hätte gleich ein Herz. Oh! Ich hab den Punkt! Oh! Ich hab was? Nein! Nein! Oh, das kann doch nicht wahr sein! Ich hab mich gerade so gefeiert! Oh, please! Das war aber auch richtig Porno, wie ich den bekommen habe. Hast du den auch mit dem Obststand bekommen? Bitte? Nee. Nein? Ohne Obststand. Ich hab ihn mit Obststand bekommen. Ehrlich? Ja. Das ist sexy. Oh mein Gott, nee. Das... Aber andererseits habe ich es dann geschafft und bin durchgegleitet, ne? Das ist dann schon ein bisschen krasser eigentlich. Na, mit Obstand ist viel schwerer. Ein bisschen. Wie fahre ich denn? Oh, okay, hier müssen wir die Technik wieder machen. Erst kurz vor der Rampe einen Wheelie ziehen, merke ich. Ja, das reicht nicht, wenn du da drin bist. Du musst durchfahren. Du musst durchfahren? Ja, das war ich auch schon drin. Aber warte, du brauchst den Obstand. Ich grinde so krass. Nein! Okay, das ist echt... Wow! Wow, wow! Ich bin gerade. Also, Eignungstest für die Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter. Nächstes Jahr muss ich einen Test machen. Achso. Puh. Ja, dann. Viel Glück. Good luck, Mister. Lernt man für sowas oder sind das so Sachen? Also,
weiß ich nicht. Muss man dafür lernen oder weiß man die Sachen, die dafür gefragt werden? Oder sollte man sie aus der Schule wissen? Wie soll das gehen? Jetzt ohne Scheiß. Also der erste Jump, der ist noch drin. Aber der zweite. Also wenn du lernen musst, dann hoffe ich, du hast schon gelernt und kannst jetzt chillen. Nein! Ich hätte es geschafft von der Entfernung her und bin nur zu weit nach rechts gesprungen. Deko die Muschi! Easy, Alter, ich bin richtig geil durchgepimmelt. Ja, Hauptsache trifft mich mal den Bus, Alter, mit dem Muschi. Oh, Deko, ich bin immer noch gerade ein bisschen im AFK-Modus, dank der Mighty Muchacho Army, die hier echt durchgedreht ist. Ey, die Spenden waren so krass, Alter. Nochmal, Blackburn spendet 1 Euro. Oh. Ich höre schon die Eltern ihrer Kevin, ihre Kevins anschreien. Was hast du da gekauft? ich bin sehr gespannt. Ja! Nein! Man muss echt gerade richtig krass durchfahren. Und das Geilste ist, da ist nicht mal ein Punkt. Der Punkt, da muss man die Rampe auch noch direkt mitnehmen. Lol. What the fuck? Aber muss man... Ich glaube, man muss die Rampe... 100%ig muss man die Rampe mitnehmen. Direkt. Natürlich! Nein, zu schnell. Das ist ein richtig krasser Punkt. Okay. Also, der letzte Hashtag war Ziegenknete. Ist noch nicht so lange her, deswegen dauert es noch ein bisschen. Noch nicht wieder bereit für ein neues Hashtag. Nee. Das wird noch ein bisschen dauern. Und jetzt, ja, das sieht doch gut aus, oder? Oh, fuck. Nein, ich hab's durchgeschafft, aber war nicht weit genug, um ins Haus zu kommen, Alter. Ah, ja. Oh, ja. Aber ich muss ja sagen, nach meinen letzten Pleiten bei den Level Agents bin ich gerade ganz froh, dass ich noch einigermaßen mit Marvin mithalten kann. Ja, obwohl es bei mir auch gerade nicht so Zucker läuft, ne? Aber wir sind noch die Elite hier vorne, das freut mich. Aber ich würde es natürlich auch feiern, wenn die Muchachos auch hier durchrasieren. Was? Ich würde es natürlich feiern, wenn die Muchachos auch hier durchrasieren. Wir sind schon bei 40 Minuten, kommt mir gar nicht so lange vor. Kommt mir auch nicht so lange vor, um ehrlich zu sein. Oh. Das ist echt jetzt ein Punkt, der wird ein wenig dauern. Mit ein wenig dauern meine ich, der wird hardcore lang dauern. Ja? Nein! Dieses Hochbuggen noch so ein bisschen, das darf nicht geschehen. Und? Ja! Ja! Komm! Auf Twitch haben wir 1300 Zuschauer. Oh, ganz ehrlich, mir ist so heiß, ich muss gleich mein Pullover ausziehen. Eine neue Spende von Deko-Loser. Du hast 1 Euro gespendet. Die Message ist so lange, dass sie eigentlich schon die Spende höher sein müsste. Ich lese sie gleich vor. Was? Ja, so eine 300 Zeichen Nachricht. So, okay. Oh, ja. Nein, wie soll das denn gehen? Ich bin perfekt durchgekommen. Wirklich perfekt. Ich hab's auch nur beim ersten Try. Da hätte ich's aus Haus geschafft, aber war zu weit rechts. Und seitdem... 11.372 Zuschauer. What the fuck, Alter. Und 1.300 auf Twitch. Also, wir reißen die 13.000 an. Bald. Glücklicherweise. Morgen gibt's den Map-Download. Das heißt, da könnt ihr dann mit euren Kollegen die Map zocken. Wir sind derzeit bei 42 Minuten und das Ziel ist noch nicht in Sicht. Also, das wird noch ein richtig krasses Ding. Komm, faster! Scheiße. Oh. Wäre wenigstens der GTA-Modus an, dann könnte man ja so einen Joker ziehen und sagen, okay, hier, wir nehmen jetzt einen Jet für den Punkt, aber es gibt einfach keine Joker. Puh. Nein! Oh, ich war so sweet drinne, Alter, und dann war ich nicht hoch genug. Sweet Caroline. Also wir haben leider Maximum Zeit, so 3 Stunden für diese Map. Also mehr können wir nicht. Da wird es aber auch schwierig, dass die morgen kommt. Nein! Ja, stimmt, wir haben nur bis 21 Uhr maximal. Ja, eigentlich wolltest du über Battlefield zocken heute und dann kam Marvin mit dieser Idee hier. Ja, die Idee ist okay, machen wir danach noch Battlefield. Mal hoffen, mal gucken, ob wir das schaffen. Oh, weil eigentlich hat Battlefield... Eigentlich wollten wir uns sogar für R6 noch ein bisschen warm machen, wenn wir gegen die Siegesmundbande spielen. Ja, ich bin gerade über... Wie war das? Wann haben wir den letzten Battlefield Stringer? War das Donnerstag? War Donnerstag, das nicht, ne? Vorgestern? Donnerstag. Echt, Donnerstag? Ich meine, wir hatten... Deko, da komme ich! Oh, nein.
Was? Close, close. Jedenfalls hat der Battlefield-Stream übelst viel Spaß gemacht, muss ich sagen, weil wir es echt geschafft haben. Das mit uns, sein. Mit unseren Muchachos, also mit euch, immer die Server zu füllen, wo wir drauf waren. Wir sind auf null, auf komplett leere Server gegangen und die waren dann relativ schnell voll. Oh. Dass wir eigentlich nur mit Muchachos gezockt haben, das war echt, echt cool. Okay, also man darf nicht durchgehend Wheelie machen, das habe ich jetzt wieder gemerkt. Man muss erst am Ende wieder mit Wheelie durchziehen, dann springt man einfach viel schneller und viel geiler. So, was machen wir jetzt? Ich bin aber die ganze Zeit nicht hoch genug. Also ich springe rein, aber ich komme mit dem Hinterrad hinten an der Kante auf und werde dann hochgeboostet. Das liegt daran, dass du wahrscheinlich durchgehend Wheelie ziehst, oder? Nee. Wenn du kurz davor machst, dann ist kein Problem. Jetzt bin ich durchgekommen und springe einfach nur gegen den Obststand. Das ist noch härter als der Punkt eben gerade. Der härter war als das Grinden davor. Puh, ich hoffe, die Muchachos kriegen das auch noch hin. Jetzt aber, komm. Ja, ja, ja. Also da hinten springen noch einige. Oh, das ist doch einfach ein richtig kranker Punkt. Richtig kranker Punkt. Ich glaube, mittlerweile sind zwei Stück da oben. Komm! Nein, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Ich bin jetzt zweimal richtig gut durchgekommen, aber ich kriege einfach diesen Drall nach vorne nicht hin. Ich komme immer gegen die Hauswand. Schon wieder! Ich komme so oft jetzt hier durch, aber ich komme da einfach nicht rüber. Ich bin auch durch und komme auch nur gegen... Ich weiß, wie habe ich das denn gemacht beim ersten Teil? Da bin ich komplett perfekt durchgekommen. Echt? Ja. Und ich bin sogar... Also ich wäre aufs Haus gekommen, aber war zu weit rechts vom Haus. Dein Ernst? Ja. What the fuck? Ich wäre sogar easy auf dem Haus gelandet. Aber hast du auch den Obststand mitgenommen, oder? Ja. Soll den Obststand bitte auslassen? Ja, die Nachricht von Dekoluso. Oh. Als du gesagt hast, dass wir dem Stream einen Daumen hoch geben können, es auf einmal 400 bis 600 Daumen mehr wurden. Eine Frage noch, ihr bekommt doch sicher den Hate gegen Kev mit. Es wäre nett, wenn ihr ein Statement machen könnt. Das wollten wir schon lange, nicht nur gegen Kev, sondern auch gegen Dena. Gegen beide, genau. Und wir wollen da sogar dann jetzt so hart durchgreifen, dass wir Leute, wir löschen schon einiges. Puh. Aber Leute, die jetzt wirklich ankommen und Leute und Dena oder Kev als Bastard oder Hurensohn oder sowas beleidigen, die werden wir dann demnächst auch anfangen, einfach zu bannen auf dem Channel. Und dann könnt ihr euch die Folgen angucken, aber schreiben könnt ihr nichts mehr. Weil darauf haben wir echt keinen Bock, das sind beides... Sehr gute Freunde. Also Kev sowieso ein sehr guter Kumpel und Dena kennen wir auch erst seit einem Jahr. Haben ihn auch schon ein paar Mal in Real Life getroffen und ist ein richtig korrekter Typ. Und macht Spaß, mit denen aufzunehmen, und dann war ich keinen Bock, dass da so eine negative Stimmung rüberkommt. Genau. Wir haben uns auch deswegen alle gern. Spread the love. Wir haben ein Video zu machen und das nochmal ansagen, und dann wird da komplett weggebannt. Ohne. Dann kommt ohne der Bannhammer. So, von Killerhummel 007, 1 Euro. Ich entschuldige mich nochmal für den Rage gegen Jahema im letzten Stream, und ich feiere euch, seit ihr 30.000 Abonnenten habt. LG Felix alias Killerhummel. Ich glaube, da hatte ich. Ich da nicht irgendwo wen gesperrt im Twitch-Chat. Ach so. Stimmt. Ja. Am besten versuche ich, würde ich dich bei Jahema direkt entschuldigen. Aber das ist wahrscheinlich schwierig. Ach so, das war doch von Mafuyo, der Mod. Genau, von Mafuyo, der Mod. Und der wurde einmal angeflamed, als er bei uns im Chat war. Und dann habe ich den Herrn Killerhummel im Twitch-Chat getimeoutet. Nein! Ich bin so. Butterweich da durchgekommen. Butterweich, und dann war es doch richtig kacke. Ey, das kann nicht wahr sein. Das ist echt nicht leicht. Ja! Oh! Nein! Ich krieg einfach den Alter. Speed nicht mit. Vorsicht, Vorsicht! Eine neue Spende. LusoAlex1913. 300 Euro. Was zum Fuck? Was ist denn los mit euch? Hi Deko und Noob Bosser. Oh. Was? Warum Noob Bosser? PS, wann kommt das Nerdquiz? Oh Mann. Alex, ich habe dich gerade noch gemocht, jetzt mag ich dich nicht mehr. Das Nerdquiz kommt. Wir sagen nur, dass es kommt. Also. Danke für die Spende, Alter. Richtig geil von dir. Ein Herzchen an dich. Denk bitte dran, uns eine E-Mail zu schreiben. Ja. Mit deiner Adresse. Und bitte mit dem
Namen, mit dem du auch donated hast. Geht übrigens auch an alle anderen, die donated haben, so viel, dass sie, also ab 100 Euro. Eine E-Mail bitte schreiben. Ganz ehrlich, und Alex. Dazu schreiben den Namen, mit dem ihr donated habt. Sonst kann natürlich hier jeder ankommen und irgendwas. Alex, sagen. Ich signiere dein Fick meine Eier-Shirt mit Noob Bossa. Das hast du jetzt davon. Ich hätte gerne ein Foto davon. Ich würde es mir gerne hier hinter mir an die Wand hängen. Mit Noob Bossa? Mit Noob Bossa. Okay. Kriegen wir hin. Ich komme gerade echt nicht mehr durch hier, ne? Ich komme auch nicht richtig durch. Und das ist. Oh. Das fickt gerade auch wieder so meinen Kopf. Das ist einfach unglaublich. Ich muss hier mal einmal mich richtig positionieren. Dass jetzt aber! Passt. Jetzt aber! Come on! Nein, ich. Ganz ehrlich, ich mach mal kurz eine Strip-Show. Ich muss mein Pullover ausziehen. Also, Muchachos, guckt euch morgen die Folge an. Mein Bossa wird strippen. Bei 49 Minuten. So, Bossa ist wieder am Start. Ach, verfickte Kacke. So, jetzt bin ich nicht mehr so krass am Sweaten und kann das jetzt easy First Try machen. Komm, First Try jetzt ohne Pullover. First Try ohne Pullover! Da sagt eiskalt jemand. Oh, Zählt nicht. Anton Tanneberger behauptet, dass Carlos ihn wegen nichts gebannt hätte. Also erstmal glaube ich nicht, dass er wegen nichts bannt. Ja. Und dann, ich kann gerade nichts dagegen tun. Man müsste sich nach dem Stream vielleicht hinsetzen und erörtern, beziehungsweise die Story mal aus der Sicht von Carlos anhören. Aus deiner Sicht war ja bis jetzt nur, ich habe nichts gemacht und wurde gebannt. Carlos sagt wahrscheinlich, du hast dem Ziegenmann nicht gehuldigt, du wurdest deswegen gebannt, weiß ich nicht. Und was geht's dir gerade? Ich will mich jetzt wieder auf diese Parcoursstrecke konzentrieren, aber... Oh je. 1 Euro von Kurti Bürger, Hi Losers, ihr seid mein Lieblings-YouTuber. Hier etwas Kleines für euren PC. 1 Euro, Dankeschön. Oh, nein! Auch 1 Euro kann ich sehr sinnbringend. Ich hab die ganze Zeit den Fehler gemacht, Dankeschön. Auch natürlich bei dir, der Ziegenmann. Komm vorbei, lass die Tür einen Spalt auf. Diese Scheiße hier, Alter! Boah. Hab ich überhaupt zu Ende geredet? Haben wir den Namen von dem Mettler-Bauer da? Ja. Nein. Nein, gerade nicht. Ich würde ihm ja jetzt sagen, dass er sich ins Gesicht kicken kann. Kannst du ja auch schon so sagen. Ich habe keinen Namen. Nein, wieder so muss close. Ja, das ist echt. Ich weiß nicht. Das ich muss dem Ziegenmann einen Zettel geben mit dem Namen von ihm drauf. Du meinst so wie bei jüdischen Steingolems, den man. Genau, bei den. Heißen die sogar Golems? Die heißen Golems, ja. Ich glaube, die heißen Golems, ne? Warum auch immer du Steingolem, außerdem glaube ich, dass die aus Lehm gemacht sind. Achso, aus Lehm, genau. Und? Komm ich rüber? Topaz! Komm nicht rüber! Ich komm einfach nicht rüber, egal. Ich war gerade auch schon wieder einmal perfekt durch. Hier, das ist wieder so typisch 2%, ja? Ich weiß gar nicht. Bende, macht jetzt eigentlich wirklich einen Fick meine Eier. Shirts. Ich habe tatsächlich vor 2 Tagen von einem Grafiker aus Köln einen gar nicht so schlechten Entwurf zugeschickt bekommen. Dein Ernst? Keine ich bin drauf! Ich bin drauf! Oh! Wie bist du drauf? Oh, ich bin aber nicht direkt weitergefahren, das war ein Fehler! Fuck! Komm! Ich glaube, das klappt nicht, oder? Komm! Nein! Was, habe ich den Punkt bekommen? Nee, oder? Lol, du warst doch nicht mal annähernd dran. Ich hab doch gesehen, wie weit du unter der Plattform bist. Ja, Mann, danke, Ziegmann. Oh, warte, ich spende. Warte mal, kann ich auch unseren eigenen Stream kurz spenden? Ich mach das gleich. Klar. Wir haben schon wieder jetzt Spenden. Wir haben einmal Huanaus. Oder Huananus. Nee. Huanaus. 2 Euro, ihr seid die geilsten. Dankeschön. Ali94. Nein, 25 Euro. Kerzchen an dich. Weiter so, Jungs. Ihr seid einfach mighty. Und ihr seid mighty Muchacho Army. Dankeschön. Und Bossa donated 40 Euro. Mehr lässt die liebe Bank diesen Monat leider nicht zu. Also der Monat hat gerade erst angefangen. Vielleicht solltest du nicht am 4. schon alles rausgeballert haben und erst recht nicht für Spenden für YouTuber. Aber trotzdem danke dir.
Natürlich danken wir dir, natürlich, natürlich. Oh mein Gott, ey, ich komm auch nicht klar. Neo, no, no, no. Ich bin auch endlich weiter. Ich will gleich. Hast du irgendwie einen Tipp für mich, wie ich rüberkomme? Also ich habe immer versucht, wenn ich auf den Obststand komme, ein bisschen noch mit 8 nach vorne zu tippeln. Aber jetzt habe ich einfach komplett mein Wheelie durchgezogen und dann habe ich es irgendwann geschafft. Auch nicht beim ersten Mal, eher auch erst noch ein paar Mal. Aber so habe ich es dann hinbekommen. So, und jetzt hier rüber. Nein, ich bin doch eben gerade so richtig. Ich sehe leider immer noch nicht das Ziel, Muchachos. Die Leute oder Leute, die jetzt vielleicht gerade eingeschaltet haben, wir zocken gerade eine 2% Level Asian Motorrad Parcours Map. Das heißt, ich habe sogar im Streamtitel stehen 2% Level Asian. Also das krasseste, nein, was wir, das war ich doch perfekt und ich bin hatten. Oh, mit dem Kopf, das stinkt. Wir hatten einmal eine 0%, aber das ist direkt danach. Und die 0% war bisher einfacher. Nein! Ich glaube, ich erinnere mich noch an 0%. Nein! Hier. Ich weiß nicht, wie das gehen soll! Ich weiß es nicht! Koti Bürger hat nochmal 1 Euro, hier nochmal eine kleine Spende. Dankeschön. Der Laptop, er wird Lenz. Hat er das? Wir brauchen sogar 2 Laptops. Aber erstmal mit einem anfangen. Unser Reiselaptop. Dankeschön. Und? Ah, oh, das war schon wieder zu weit ge. Nein, das ist. Nein! Ich bin so gespannt auf die Leute, die diese Map zocken. Also, das Ding ist ja auch, kannst du dir eigentlich vorstellen, diese Map jetzt einfach just for fun mit deinen Freunden zu spielen? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. So, ey. Ey, Carsten. Ey, Dennis. Lass uns mal treffen. Nach der Schule. Nein! Eine 2% Level Asian zocken. Das macht doch kein Arsch! So, nochmal von Ankris HD 1 Euro. Was haben die Leute gegen Kev und Dena? Hashtag Ziegenknete. Nein. Kann auch das Fenster auflassen, damit der Ziegen. Ist eine gute Frage. Er fliegt aber nicht. Der Ziegenmann kann nicht fliegen. Er kann vieles. Ich weiß nicht, aber wie er das kann gehen nicht fliegen. Soll. Also, du musst schon deine Zimmertür offen lassen. Warte mal. 1 Euro von Echo. Ich lese gleich lang leise. Achso, ich wollte ja im Livestream noch dieses Design zeigen, was ich bekommen habe. Ich kenne das auch noch nicht, warum kenne ich das denn überhaupt nicht? Weil ich es gestern oder so erst bekommen habe, gestern oder vorgestern. Ja, komm! Nice! Oh, komm. Da Michi spendet 3 Euro und schreibt, er macht sich gerade Popcorn für das Spektakel. Oh, ja, come on! Ich hab den nächsten Punkt, wie geil, Mann! Oh ja! Jetzt komm schon, da ist die Karte! Oh ja, da hoch! Fick mich! Wir haben keine Ahnung. Ich bin mit dem Vorderrad oben an die Ecke vom Dach gestoßen. Oh, das ist ärgerlich, Diego. Das ist und rund. Oh! Was? Wie werde ich denn hier rumgeschleudert? Bin ich im Shaker oder was? Da fragen übrigens nochmal Leute, wie sie spenden können. Bei Twitch ist unterm Stream so ein blauer Knöpfen auf der rechten Seite. Da steht drauf, unterstützt die Losers und danke. Da könnt ihr draufklicken, dann öffnet sich das. Ah. Und bei YouTube im Chat ist das unten in der Beschreibung. Der erste Link direkt. Wow. Und da könnt ihr spenden mit PayPal, PaySafe, Sofortüberweisung, whatever. Möglicherweise könnt ihr auch eure Kinder in Anzahlung geben, das weiß ich nicht. Falls ihr welche habt. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Alter, ich komm. Das Design zeige ich euch nach der Map. Versprochen. Auch wenn wir nach der Map den Stream direkt beenden müssen. Oh. Für das Design ist noch Zeit. Da wird übrigens auch mal Bossa das Ding noch das erste Mal sehen. Ja. Im Stream. Was? Bitte, Mann! Okay, der Schwung ist aber wirklich. Den kann man schaffen. Ich habe ja schon so viel hier geschafft. Es tut mir leid, dass ich so assi aussehe. Gerade mir ist scheißen warm. Hier ist gar nicht so warm. Es ist ja auch gar nicht so warm draußen heute. Ich sweate wegen der Muchacho Army. Ich habe gerade von meinem Bruder Nachricht bekommen. Qualität ist spitze, sagt er. Sauber. Der Freude erglänzt. Ach und die Leute fragen, wofür sie spenden, wenn sie was spenden. Ihr spendet. Also unsere nächste große Anschaffung ist ein Laptop, mit dem wir unterwegs. Unsere, also wir machen jetzt mittlerweile, machen wir unterwegs
ein paar Vlogs. Und wäre natürlich sweet, wenn wir die unterwegs, wenn wir unterwegs sind, auch direkt schneiden und vielleicht sogar hochladen können, wenn wir Internet haben. Deswegen brauchen wir einen leistungsstarken Laptop, mit dem wir auch unsere krassen Videos schneiden können. Ah, hallo, also, hallo! Also wird es Platze in Laptop laufen. Das war echt ein super geiler Troy. Mabossa könnte auch mal ein neues Interface gebrauchen, oder allgemein ein Interface gebrauchen oder einen Kompressor. Damit ich nicht so übersteuere, wie ein Muschi. Wie ein Muschi! Warte, komm ich da vielleicht zu? Das ist so hier hoch? Wieder Concentration, ich hatte schon lange keinen guten Try mehr hier. Ja, deswegen, du musst auch mal ein bisschen tryharden, Mister. Ach! Ich komm, wenn ich tryharde, komme ich perfekt durch, aber ich darf es nicht aufs Dach. Oh, komm hoch mit dir! Nein, ich muss hier nochmal anders mitnehmen. Also das ist echt eine super krasse Map. Ich finde sie krass. Gleich eine Stunde, wir brauchen einen neuen Hashtag! Einen neuen Hashtag. Also, diese Map glänzt, aber rasiert. Wir brauchen eine Mischung aus glänzen und rasieren. Oh, los, mach daraus mal ein Wort. Aus glänzen und rasieren. Nein! Glanzrasur? Das sind ja zwei eigenständige Wörter wieder. Nein, Glanzrasur ist ein Wort. Okay, Muchachos, Hashtag Glanzrasur. Diese Map ist einfach richtig krank. Hashtag Glanzrasur. Aber auch wieder ziemlich lame. Knetenrasur. Da fragt mich gerade jemand. Glanzrasur, Glanzrasieren, wie auch immer. Da fragt gerade jemand, Alienware oder Apple für einen Laptop. Also, dafür, dass ich würde mir Apples niemals antun. Apple würde ich mir niemals antun. Erst recht nicht bei dem Laptop. Macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, wenn du Apple hast oder irgendwas Apple-mäßiges kaufst, dann musst du eigentlich alles haben. Also es macht keinen Sinn, wenn du schon ein Handy hast und einen Computer und keine Ahnung was, dann ein Ding in Apple zu kaufen. Wenn, dann musst du ja alles haben. Darauf baut der Scheiß ja auf. Du musst ja die ganzen Videos und sowas so extra für Apple konvertieren. So ein Pick. Nein, das war doch so ein geiler Try. Ich würde am liebsten ein Lappy kaufen von MSI oder Acer. Mal gucken. Deko, sei mal lieber im Tryhard-Mode. Ja, ja, ja. Mann, ich muss doch hier auch mit der Community, mit den Muchachos interagieren. Ja, ja, mach ich auch gleich. Wenn ich als erstes ins Ziel fahre. So, Hashtag Glanzrasur, wir schaffen das jetzt. Glanz! Jetzt will ich. Komm schon! Komm jetzt! Geh zu, Mann! Komm nicht rüber! Ja! Oh! Nein! Ich lese gleich weitere Spenden vor. Eigentlich muss ich sagen, ich lese erst weitere Spenden vor, wenn ich hier durchgerusht bin, endlich. Dass du immer noch an der Stelle bist, aber ich finde, die war auch bis jetzt am härtesten. Die hat richtig rasiert. Acer Predator Laptop, ja, da auf Acer Predator habe ich schon mein Auge gelegt. Jetzt aber! Nein! Wie soll das denn gehen? Das war schon der perfekte Try, jetzt ohne Kack. Eure Zeit, Muchachos. Eure Zeit will ich wissen. Ab in die Kommentare damit. Alter, jetzt kommt Muchachos. Vorsicht. Ich komme nicht mehr nach mit denen. Ich kann immer nur 4 Spenden lesen. Jetzt sind gerade so viele reinkommen, dass ich, glaube ich, ältesten davon gar nicht mehr lesen. Dann muss ich gleich. Nein. Ach, Mann, das ist so eine TikTok-Kacke so, hier, Alter. Ich tryharde einfach so heftig. Ich versuche alles andere hier gerade auszublenden und nur noch hier nach vorne zu kommen. Und ich finde es echt heroisch, kann man ja schon fast sagen, das Wort. Nein, ich war da, ich habe das Ding hundertprozentig berührt. In einer gewissen Art und Weise. Ha! Mann, fick meine Eier. Deko ist wieder back. Ey, es ist unmöglich, Alter. Ich stoße immer gegen die Wand, jedes Mal. Holy fucking Roni, Daddy hat es. Daddy! Daddy cool. So, sehen wir schon das Ziel? Nein, wir sehen das Ziel immer noch nicht. Jetzt kommt ein Weitsprung. Jetzt kommt ein richtig krasser Weitsprung. Das ist immer so, wenn man so eine richtig krasse Anlauf. Die Spenden gehen gerade richtig ab, ja. Bestimmt, es kamen gerade wieder richtig viele Spenden rein. Bestimmt schon 10 Stück wieder oder so. Aber ich muss hier jetzt erstmal, ich muss mich konzentrieren. Wo muss ich hin? Ist klar, Mann.
ist fucking nochmal klar. Wie? Okay, es ist möglich. Ja, klar, alles ist möglich. Aber wer hat sich sowas ausgedacht? Bitte. Dass ich hier oben... Der Herr Shark ist da. Nein, ich habe mich überdreht, sonst wäre das doch... Bin nicht mehr alleine hier, Marvin. Du bist nicht mehr alleine da. Nope. Also erstmal Respekt an alle Muchachos, die noch versuchen, hier weiterzukommen. Ihr habt auf jeden Fall einen richtig krassen Durchhaltevermögen. Willen. Marvin und Deutsch. Ey, ich hab doch gesagt, ich habe alles andere ausgeblendet. Ich bin kein Mensch mehr gerade. Ich bin... Schon wieder zwei Spenden angekommen. Oh. Ich muss jetzt erstmal hier, ich muss euch ja was mehr zeigen. Also meine Deutschkenntnisse sind nicht die ganze Zeit hier das Ding zeigen. Ich muss aber weiterkommen. Ganz, ganz tief unten. Nein! Nein, ich muss... Fick mich! Nein! Warte mal, da nach oben? Wow! Was, Reaper? Lol, hier ist einer. Wann wird man AFK rausgeworfen? Das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Ja, 5 Minuten oder sowas, ne? Es geht auf jeden Fall relativ schnell. Oh ne, das war kein guter Try. Aber da kommen schon wieder Spenden ohne Ende rein. So. Deko. Der Shark zeigt, dass er entweder konzentrier dich, oder Deko. Den Stream im Stinkefinger, ich weiß es nicht. Konzentrier dich! Und jetzt aber. Ja! Nein, ich hätte es geschafft und war zu weit rechnen. Das Ding ist, wir werden ja, wie gerade schon gesagt, um 21 Uhr ist Aufnahmetermin mit Fabian Siegesmund. Ja. Rainbow Six. Und theoretisch müssten wir uns vorher noch aufwärmen. Also, wenn die Zeit mit dieser Map hier das einigermaßen zulässt. Ja, komm mal. Dann würde ich die Aufwärmrunde auch noch streamen. Oder. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Was? Ganz ehrlich, ich schaue mir das jetzt an. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin so geil da durchgekommen. Heftig. Also. Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Ich hier jumpen. Haben wir. Da hinten drauf. Check. Und dann? Und dann was? Mann! Hier hinten ist der nächste Punkt? Was? Ey, ich kann hier schmuf durchrasieren, wie ich will, ne? Ich bekomme den Scheiß. Fick nicht. Wie soll das gehen? Ich habe echt keine Ahnung. Einfach mal weiter versuchen. Hier sind auch überall. Warte mal, kommen wir von da? Ich glaube, da waren wir schon mal, ja. Okay. Also, das ist jetzt gerade hier ein krasses Ding. Jetzt muss ich erstmal wieder schauen, wie das überhaupt funktionieren soll. Und. Ja. Okay, haben wir. Würde es gerne sehen, ich bin der Weitsprung-Experte. Würde es mir gerne angucken. Ja. Ist klar! Ist klar! Also, ist doch nicht so einfach. Also, ich weiß jetzt, wie es geht, aber es ist abgefuckt krank. Das ist ungelogen. Ungelogen die heftigste Level Asian, die wir jemals hatten. Und wir haben jetzt ohne Scheiß, Mutschatsch, wir haben in den Jahren, kann man ja schon fast sagen, oder in den Monaten, in denen wir jetzt diese Level Asian Parkour Maps hatten, haben wir richtig viel dazugelernt. Wir sind echt, kann man sagen, ganz gut. Aber was hier manchmal zusammengebaut wird, das ist einfach so abgrundtief krank. Das ist richtig krank. Und ja. Nein! Und man sieht es ja. Also wir haben schon eine ganz coole Community. Ich verzweifle hier langsam. Wir haben hier eine richtig starke Community und die sind auch noch ganz weit hinten. Ich verzweifle langsam echt an der Stelle hier, Alter. Ja, das glaube ich. Ah, die Lenkung. Ich komme einfach. Ey, wie zum Fick. Hast du im Bus ein Wheelie gezogen? Ich glaube schon, ja. Aber erstmal wollte ich gerade in den Bus rein. Das war ja auch schon mal so ein Ding, ne? Und? Versuch's mal gerade ohne Wheelie im Bus. Na. Also ganz ehrlich, diese Map ist einfach für Leute gebaut, die es richtig hart mögen. That's what she said. Irgendwann später. Okay. So, wir haben nochmal Spenden reinbekommen.
1 Euro von Punktox. Könnt ihr am Ende sagen, wie viel ihr mit den Spenden gemacht habt? Das können wir leider nicht, weil wir das erst zusammenrechnen müssen. Oder ich müsste erst ein Programm aufmachen, Seite aufmachen, ich weiß gar nicht genau. Wo ich die Spenden für heute sehen kann. Und jetzt aber! Nee, das ist... Deku, komm doch mal her. Ich brauche hier wieder einen Menschen, der hier neben mir ist. Ich bin jetzt... Ja, ich... Okay, komm, wir brauchen den nächsten Hashtag. Der Punkt hier regt mich noch mehr auf als die Kisten gerade. Also, wir haben salzige Kiste, wir haben salzige Sprungloch. Ganz ehrlich, Muchacho, schreibt jetzt mal einen Hashtag in die Twitch-Kommentare. Ich filter mir da jetzt einen raus. Müsst ihr nicht zwei Laptops kaufen? Ja, theoretisch brauchen wir zwei Laptops. Allerdings würde praktisch auch erstmal einer reichen, weil... Der Laptop ist ja doch schon recht teuer. Ich glaube, wir werden da unter 2000 Euro nicht wegkommen. Für so einen Schneidelaptop. Oh, wo ist der Hashtag? Ich brauche keinen Hashtag. Deswegen muss einer erstmal reichen. Wir sind ja auch eh immer zusammen unterwegs, wenn wir unterwegs sind, deswegen. Nein, warum drückst du denn einem zur Seite? So, Hashtag faulende Eier. Fick Dekus Momo. Hashtag 2,5k incoming. Salzige Wasser. Ich war schon wieder in dem Punkt drinne. Salzige 2%. Ich finde, das ist sehr geil zutreffend. Salzige 2%. Jetzt ohne Scheiß. Nein, ich will nicht schon wieder Salz in dem Scheißding drin haben. Kein Salz? Okay, dann. Kein Salz. Eher kolitische 2%. Eher Kolitium. Das ist ja das Element, was Deko erfunden hat. Eher Kolitium. Oh, ich hab grad einen Krampf im Fuß. Ah. Wie? Ey, das hätte ich diesmal so locker geschafft, jetzt ohne Scheiß. Ich komme da immer irgendwo gegen. Ne? Ich hab es nicht. Das war der schmoofste Try, den ich hatte. Oh, wir sind gleich 2 Stunden dabei, Mutschasch. 2 Stunden. 2 Stunden pure Happiness. Oh, happy day. Oh, happy day. Nee. Ey, jetzt habe ich den Punkt bekommen. Das ist doch geil, freu dich! Ich bin unnormal krass weit dran vorbeigeflogen, ne? Also ich bin rechts vom Punkt weg lang geflogen, hab ihn nicht mal berührt. Ja, weißt du, davor häng ich die ganze Zeit da drinne und es passiert nichts. Jetzt fliege ich daneben lang und krieg den Punkt. So. Brauchen wir noch mehr Ansprung als den Spawn, oder? Warte. Nein, das ist den Speed jetzt. Ich weiß ja gar nicht, wo bist du denn jetzt? Bist du bei mir? Jetzt bin ich bei dir. Ich komme jetzt falls gerade vorbei. Ah, da bist du ja. Folg mir, Mista. Du musst rechts da auf dem... Folgen Sie mir. Ja, okay. Mir nach, ich folge Ihnen. Ah, oh. 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 Und dann weiterspringen. Und das ist ja kein Problem, auf diese eine Rampe zu kommen. Aber dann der nächste Sprung. Der ist sowas von haarig. Den muss ich erstmal sehen. Reicht das vom Spawn aus loszufahren oder muss man anspringen? Ja, reicht. Ja, ich bin wieder drauf. Okay, reicht, aber ich bin zu weit rechts gewesen. Nein, also du musst hinter die Baustelle, da ist das Haus, da musst du drauf. Und das ist richtig heftig. Eileen schreibt bei Twitter, ganz ihr schon ein Oma, was für ein Laptop ihr kauft. Bitte wer? Bitte, soll ich vergewaltigen? Bitte weshalb? ich glaube, sie meint irgendwie irgendwas von wegen, was für ein Laptop wir kaufen. Oh. Wahrscheinlich ein Acer Predator. Ich habe immer Bock auf einen Acer Predator. Auf jeden Fall. Ich denke, mit einer GTX 1080 drinne wird es zu teuer. Mit einer GTX 1070 sollte reichen. So. Und dann müssen wir mal gucken, was sonst noch so drin ist. Also wird ein gutes Ding, Faster. Aber wird natürlich auch teuer. Faster! Nein! Unglaublich. Ich flieg die ganze Zeit zu weit rechts, Alter. 3 Tage später. Hashtag. Pissflitsche. Echt? Ich finde, wir hatten Pissflitsche schon lange nicht mehr. Ey, wirklich. 5 Meter weiter oben, ich wäre drin gewesen. Shit, Mann! Shit! Ich komme einfach gar nicht durch. Ich bin wieder links dran vorbeigeflogen. Ich bin auf die scheiß zweite Rampe. Achso, okay, das meinst du.
Oh, Hasime. Hasime Tamagotchi. Und wieder nicht. Ich bringe immer so scheiße ab, dass ich irgendwo nach rechts oder links fliege, aber nicht geradeaus. Ey, ich freue mich so, diesen Link zu spreaden in der Beschreibung. Das ist wie so Teufelzeilen. Die werden euch... Wieso bist du überhaupt so schnell? Kann ich Willi machen lappen? Okay, du bist ja voll daneben. Ey, und ich... Du bist ja voll daneben, Mann! Ich bin 2 Millimeter daneben gelandet, ey. Oh, oh, oh! Oh, nein, schon wieder. Ich lande mal nicht beim oberen Fenster, sondern in der zweiten Reihe. Da lande ich die ganze Zeit. Da sind auch schon ein paar Blutspritzer von mir. Lol. Aber ich komme aber nicht drüber. Hauptsache, die Leute sind jetzt schon 2 Stunden und 10 Minuten hier dabei. Das ist eine ich würde gerne wissen, ob sie immer aktivieren. Wie bitte? Ich würde gerne wissen, ob die da hinten wirklich immer noch am Tryen sind. Ey, das kann Muchacho, nicht wahr sein. Seid ihr denn immer noch am Tryen oder fahrt ihr hier wild durch die Gegend? Sind wir die einzigen, die hier noch richtig hardcore am Tryhard sind? Oh, nein, 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 was mach ich da? Ich quitte gleich. Also, ihr seht es schon, die Leute, die drehen durch. Wenn ihr auch durchdrehen wollt, dann schaut in die Beschreibung, wenn ich das hier hochlade. Zockt diese Map mit euren Kollegen. Reißt euren PC dann ab. Wenn ihr diese Map schafft, wenn ihr in die Schule geht, dann werdet ihr hart links gefeiert. An dem scheiß Ding vorbeifliegen, ne? Ja. Würde auch gehen. Ja! Ich hab es! Du hast es nicht geschafft. Ich hab es! Ehrlich jetzt? Oh! Ja! Ja! Ich bin der Hexenmeister, Mabossa! Sasi, Moro, oh. 1 Euro Namen, Losers und Lucha, Suerte, Mabossa. Komm, oh mein das. Gott! Oh mein Gott, ich kann Mabossa nicht mehr! Mabossa, hör zu! Lese die Nachricht von Basel, der schon als Nuffel gleich kurz. Das ist so lange, dass ich nicht schnell machen kann. Funktioniere! Was zum Fuck? Okay, der Punkt ist nicht so krass wie der davor. Ach, fick mich. Ah, ich hab den Punkt bekommen, nice. Also, Muchachos, wir sind jetzt beim Punkt 22 von 31. Wir kommen voran. Wir haben noch nicht mal 3 Stunden. Alles noch easy. Noch nicht mal 3 Stunden. Also, die 500. Folge ist echt... 3 Stunden sind. Ah, ist Zickerli. Ah, Zickerli. Nein. Ist klar, Mann. Ey, Mann, wenn du denkst, du bist dann, ne? Also so, okay, jetzt, da kann nichts Schlimmeres mehr kommen. Dann guckst du hier und dann kommt hier sowas. Von irgendwoher kommt ein Lichtchen. Aber ich will dich gar nicht spoilern. Wenn du in 2 Stunden selber hier bist, ne? Ey, ich schaff's einfach nicht so abzuspringen, dass ich auf dem scheiß Ding lande, ne? Wow. Ach, dann wäre schon der Punkt. Okay, das ist aber possibel. Possible. Das ist doch gar nicht so schwer. Kann doch nicht wahr sein, ey. Wow, ey, ich war doch noch oben drauf. Beruhig dich. Ja. Warum? Ich bin schon wieder ein ganz bisschen zu weit rechts. Nein, kann ich da nicht einfach durchchatten? Scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach Level Asian Style. YOLO! Mal sehen, ob das geht. Ich teste es einfach mal. Da kommt der Mike gerade nach Hause. Mikey Boy! Kann ich da... Ich könnte es schaffen. Ah, ob das dann so fair ist? Wir versuchen es mal fair. Fick mich, Alter. Ah, fecken Sie mich. Oh, geht es so? Ach so! Da oben kann man drauf. Okay, dann ist es doch gar nicht so schwer. Ich dachte, man muss da so abprallen, aber man muss ja einfach nur über das blaue Ding. Und dann kann man, glaube ich, automatisch... Automatisch fällt man dann da rein. Okay, das war jetzt nicht... So ey, geil. Jedes Mal komme ich da hin. Ich muss unten auf die Rampe. Also, wie gesagt, Nico, dieser Punkt, der hat mir alles genommen. Also, du kannst jetzt erstmal ein bisschen chillen. Und? Was? Mein Motorrad ist drauf, aber... Oh, man. Bitte nicht. Ey, und ich komme schon wieder. Ich spring... Ey, du glaubst gar nicht, wie oft ich kurz davor war. Also, Nico,
Die haben gar nicht die rechte. Nein, aber ich erwische die zweite Rampe nicht. Achso, okay. Oh, ich fühle mich gerade richtig gut, weil ich den Punkt habe. Ich fühle mich richtig gut. Also, jetzt habe ich wieder Lebensfreude. Ey, es ist schon wieder, ich komm. Wo soll ich denn abspringen, da hochzukommen, Alter? Das ist doch gar nicht so schwer. Ah, warte mal, wie. Ich weiß leider nicht, wie man das Motorrad dreht. Warte mal, war das mit Leertaste? Versuch mal was. Was bitte? Ich will nämlich nur die Achse drehen. Oh, wie fahre ich denn hier? Ihr werdet die Map niemals bis 9 Uhr beenden. Das könnte ich nicht später. 20 Uhr haben wir schon. Ja doch, ich schaff das. Marvin könnte es schaffen, bei mir sieht es im Moment noch schwierig aus. Ich könnte es schaffen! Und ich werde es auch schaffen! Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber Muchachos, wenn ich es nicht schaffe, dann könnt ihr morgen noch die Folge bei YouTube gucken, denn sie wird ja hochgeladen. See. Aber Deko kann es auch noch schaffen. Wenn er jetzt zufälligerweise jetzt den Punkt bekommt, dann ist er direkt wieder bei mir. Und der nächste Punkt ist nicht so hart. Oh, ey, ich komm fuck. Echt. Ich komm da nicht rauf, Alter. Wie dreht er sich jetzt denn? Jetzt fliege ich nicht mehr ganz knapp rechts an der Rampe vorbei, ich fliege ganz knapp links an der Rampe vorbei. Oh fuck. Noch schneller müssen wir sein. Okay, dann drehen wir mal hier kurz eine Runde. Ja, und jetzt. Do it, do it. Und for the kids! Ja, und? Nein! Ich weiß nicht, wie das gehen soll! Der entmountet da immer an der einen Stelle. Ich versuch's wieder anders. Oh. Okay, einfach nochmal eine Runde drehen hier. Diese Partymusik hier von meinem Radio, die regt mich gerade auch richtig auf. Ja! Was? Bitte, Mann! Ich bin doch runtergeschlichen! Wie immer! Oh, please. Ich muss ein Wheelie ziehen, um abspringen, auf jeden Fall. Nein! Das ist. Ich weiß nicht, wie er da drauf kommt. Es ist ja eigentlich so gedacht. Ja. Ja. Nein! Puh! Ey, jetzt bin ich schon wieder. Kann nicht wahr sein, Alter. Come on, Foster! Ich muss jetzt nochmal was anderes versuchen. So will's ja gerade nicht. Das ist echt ein Rennen gegen die Zeit gerade. Muss mich konzentrieren. Im Gegensatz zu den anderen. Und jetzt schon wieder zu weit. Im Gegensatz zu den anderen Punkten ist das hier ein Babypunkt. Das ist ein Muschpunkt! Aber ich komme da einfach nicht cool drauf, deswegen nehmen wir das jetzt nochmal anders. Scheiß auf diese blaue Kacke, wir nehmen jetzt einfach rechts da die Bahn. Versuchen da irgendwie lang zu gleiten. Oh, ich kann nicht mal mehr geradeaus fahren. Ey, ich hatte seit einer Ewigkeit, ne? Hatte ich keinen Trime, über den ich die zweite Rampe erwischt habe. Okay, das ist blöd. Ich check's aber auch einfach nicht, Alter. Ich lande immer rechts oder links, aber ich schaff's nie darauf. Close. Come on. Ist jedes Mal, wenn ich den scheiß Wheelie ziehe zum Abspringen, dann verreißt er so nach rechts. Nein! Aber jetzt habe ich gerade ein chilliges Lied hier. Jawoll. Na, das war ein scheiß Try. Ich muss es eigentlich mit dieser blauen. Ey, es kann nicht wahr sein, ne? Warum reicht der Speed denn jetzt? Was ist denn hier los? Okay, ich brauche mehr Speed. Hä, die ganze Zeit jetzt schon? Was mache ich denn jetzt plötzlich anders? Okay, also wieder kurz davor. Wheelie ziehen. Ja, dann läuft es. Dann läuft es. Oh. Okay, ich nehme es, glaube ich, wieder zurück. Der Punkt ist doch härter als gedacht, aber es geht. Es gibt viel Schlimmeres. Jetzt bin ich einmal so abgesprungen, dass es klappt, Alter, dass ich da ankomme und dann war ich zu tief. Ich
Ich muss es jetzt einfach schaffen. Es gibt kein Wenn und Aber. Ja. Und nein! Ich würde gerne am liebsten einfach ausmachen und Rainbow Six zocken. Glaube ich dir. Kannst du auch machen, sobald ich es geschafft habe. Weil du es geschafft hast, mache ich das auch. Oh. Aber vielleicht bist du ja derjenige, der als erstes ins Ziel fährt. Na, der Map. Also im Moment halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Soll ich es jetzt nicht irgendwie beim ersten Try, den ich hier rüberkomme, irgendwie schaffen? Oh. Also ich habe die Tries, dass ich meine. Die Scheiße. Ey. Das ist schon wieder. Wenn ich mal die Rampe erwische, die zweite, ist das schon äußerst selten. Ich weiß nicht, was ich. Verstehst du nicht, warum ich die scheiß Rampe hier erwische? Ja, ich hab den Punkt! Oh mein Gott! Der Wie habe ich das hinbekommen? Nice! Jetzt bin ich wieder zu weit links. Okay, fuck, jetzt spawn ich. Deko, jetzt spawn ich in der Luft. Oh, ich hoffe, ich überlebe das einmal. Jetzt spawn ich in der Luft, fall runter und sterbe die ganze Zeit. Fuck, wie soll ich das schaffen? Hallo? Ja! Okay, ging doch klar. Ja, nächster Punkt. Nicht so nach rechts weg. Ey, jedes Mal, ich weiß nicht. Ich freue mich wirklich über jeden Punkt jetzt, weil wir kommen dem Ziel immer näher. Wir sind jetzt bei 25 Punkten. Da hinten, ohne dass ich was machen muss, ist Punkt 26. So, wo ist der nächste Punkt? Nein. Nein. Wie? Was? Nein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte, hier hoch? Hier hinter? What? Okay, ich muss mal kurz schauen. Weil hier ist keine Rampe. Bär, 10 Euro. Hi Deko, Mabossa. Ich möchte euch gerne unterstützen, weil ihr echt geile YouTuber seid und richtig coole Videos macht. Danke dir. Danke dir. Der Ziegenmann ist mit dir. Vergiss nicht, deine Tür einen Spalt offen zu lassen, damit der Ziegenmann auch reinkommt. Und danke für den Spende. Ey. Ich hab echt keine. Also. Jetzt ohne Scheiß. Kannst du mal langsam ins Ziel fahren jetzt? Bist du auch da? Ach, da ist der Punkt. Ah, okay. Okay, ich weiß jetzt, wo der Punkt ist. Das kriegen wir hin. Warum? Er fliegt immer so eine Kurve nach rechts, Alter. Okay, den Punkt, den kriegen wir schnell. Dass ich den Punkt gerade nicht entdeckt habe, please, ich bin echt blind. Komm. Was? Da ist doch der Punkt, flieg doch da rein. Der Typ nervt ein bisschen hier. Was? Ja, endlich, der Typ ist weg. Und... Nein! Wir müssen weiter links fahren. Also so. Nein! Ey, das war doch schon so ein geiler Try. Richtig geil abgetimt, aber noch weiter nach links. Also es muss schon aussehen, als wenn ich... Lol. Sieht aus, als wenn ich dahin fliege, aber fliegt dann eigentlich dahin. Weiter rechts. Deko kann sehr viel mit meinem Commentary anfangen. Okay, das ist aber wirklich auch wieder ein Punkt, den kriegen wir easy. Ey. Das kriegen wir easy hin. Ich seh schon das Licht, Muchacho. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Wir schaffen das. Wie viel Punkt hast du denn jetzt? Warte, schau ich gleich nach. Wenn ich den Punkt habe, dann schaue ich nach. Obwohl, fuck off, Alter. Ich habe jetzt 26 von 31. Also nicht weiter geschafft. Ja, nächsten Punkt habe ich. Jetzt habe ich 27. Und der nächste Punkt, was zum Fuck, der nächste Punkt ist auch einfach. Da muss ich einfach wieder nur hochfahren. Hoch. Daddy. Ja. Also, ich bin bei 28 von 31 gleich. Das heißt, ich sehe schon fast das Ziel. Jo, Mann! Weg mit dir. Oh. Okay, den haben wir auch. Gut. Nein, bitte kein Hardcore-Sprung mehr. Bitte nicht. Okay. Nein! Bitte eine Rampe. Was? Nein. Wie?
Wie? Hier? Damit soll ich was nehmen? Hier soll ich was nehmen? Okay, ich muss mal kurz respawnen. Das ist ja jetzt ein kranker Scheiß wieder. Hier rumfahren? Jetzt kommt kranker Scheiß. Okay. Was zum Fuck? Nein! Oh man, okay, nächster. Aber das ist der letzte Shit. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich durch. Woher weißt du das? Was? Ja, weil ich habe jetzt wie viele Punkte? Die sind alle da oben. Ich habe 28 von 31 und die nächsten drei Punkte, das passt schon da hinten. Wow, okay. Aber wenn nach dem Scheiß nochmal ein Scheiß kommt? Dann habe ich Pech, ne? Wie? Ach so! LOL! Das ist ja doch gar nicht. Okay, es ist schon scheißen schwer, aber ich dachte, es wäre noch schwerer. Geilste YouTuber donated 1 Euro. Hey Laurenz, hey Kack Bosser, ihr seid die geilsten YouTuber und trotzdem nicht abgehoben. Digga, warum werde ich die ganze Zeit beleidigt? Pro Bosser, wäre super, wenn mich auch einer mal wieder Pro Bosser nennt. Der Schweizer Ziegenficker aus Basel. Was? Der Ziegenficker? Der Schweizer Ziegenficker aus Basel. Mit irgendwie so eine Zeitungsüberschrift bei so einem. Wie so ein Mörder. Kriminalfall. Der Schweizer Ziegenficker aus Basel. Heute Nacht wurden wieder 27 Ziegen vom Bauer 151 Heinz Lümmel vergewaltigt. Der Ziegenficker schlägt wieder zu. Oh mein Gott, das ist doch ein kranker Shit. Wer denkt sich denn so einen Spot hier aus? Nein! Ich war perfekt! Und bin durchs erste Gitter durchgeflogen und beim zweiten Gitter mit dem Vorderrad gegengestoßen. Ich weiß nicht mal, wie ich das da hinten schaffen soll, wenn ich da bin. Und ich war perfekt von der Höhe, ne? Ich hätte nur weiter gleiten müssen, wenn ich durch gewesen. Aber hast du einen Fehler gemacht oder wie? Nein, habe ich nicht. Ich habe dir nicht zugehört, deswegen. Ich bin durch. Da sind ja zwei, also du fliegst da durch und es ist halt vorne eins und hinten eins, ne? Und ich bin vorne durchgekommen und beim hinteren Teil mit dem Vorderrad gegengestoßen. Oh. Wäre ich da durchgekommen, hätte ich nur weitergleiten müssen. Oh mein Gott, ist das haarig. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Oh mein Gott. Und Chartos, ihr wisst gerade gar nicht, wie zerfickt ich mich fühle, Alter. Zerfickt. So krass hier. So wir werden heute gut schlafen können, das auf jeden Fall. Ich will doch nur weiter nach links. Oh. Ihr habt keinen Bock. Jetzt schreibt einer hier Josp TV. Schreibt er keinen Bock mehr. Das kann ich vollkommen verstehen. Ich bin ja mal gespannt, wie das Feedback morgen in den YouTube-Kommentaren ist. Ihr Bastard, was spielt ihr für eine Scheiße? Ich hab noch gar nicht das Ergebnis von der Drop Roll, ne? Nee. Kann man eben nachgucken. Was den Strawball sagt. Ah, nein! Digga. Das ist doch nicht mehr von dieser Erde. Aber Results? Wir haben es gesehen, es läuft langsam. Uncut. 77% sagen Uncut. Uncut, okay. Man sollte das kriegen. Waren zwar auch nur irgendwie 350 Voter. Das kann man ja hochrechnen, ne? Hochrechnen, passt schon. Bei Prozentangaben braucht man nicht hochrechnen, weißt du, ne? Ja, weiß ich. Oh! Nein, das kann doch nicht wahr sein! Vieles Mal könnt ihr mit Daniel grüßen. Grüße Daniel. Oh, ich war schon drauf. Aber es wird immer besser, Mutschatz. Ich weiß langsam, wie es geht. Mach hin, bewegen Sie sich. Nein. Wir waren schon fast 90 Minuten an einer Stelle. Mutschatz, ihr tut mir so leid. Ich wäre durchgedreht. Ich hätte schon längst Alt F4 gedrückt. Jetzt ohne Scheiß. Wäre ich die ganze Zeit an einem Punkt? Nee. Ich gleite. Aber ich muss dazu sagen, ihr unterstützt uns auch richtig heftig nebenbei. Deswegen, das macht es auch einfacher. Oh. Ja, so, ich muss doch hier noch einmal. Nein! Come on, guys. Come on now. Get over up there.
geschehen? Na, ich muss doch nur einmal hier durchkommen, Alter. Ich hab's über zwei Stunden geschafft. Und habe was? Da ist einer seit über zwei Stunden da an einer Stelle und hat immer noch Spaß. Das ist gute Laune in Person. Ich muss sagen, ich glaube es ihm nicht. Oder er ist hardcore auf Crack. Er kann natürlich auf Crack sein, ne? Oder so. Oh, Muchachos, wir waren 25 Leute, ne? Mittlerweile sind wir nicht mehr so viele. Wie viel sind wir denn jetzt noch? Und wir waren vor allem, war ich durchgehend Zweiter oder Dritter, also irgendwo ziemlich, wir sind jetzt auf 7. 7 sind wir nur noch! 7. Oh mein Gott, ich kann euch sowas von verstehen, Muchachos. Kann ich verstehen. Ihr habt die Erfahrung jetzt schon gemacht, jetzt wisst ihr, wie wir uns fühlen und trotzdem sind wir noch einigermaßen menschlich. Also einigermaßen, ne? Ey komm, jetzt will ich es aber auch mal langsam hier packen. Wie gesagt, die Uhr, ne, die ist ja ein bisschen gegen uns gerade, aber ich pack das. Er packt das! Ich glaube, wir können schon gar kein Rainbow Six. Na doch, 10 nach ist es. Noch will es gehen. So, 20 Minuten, dann habe ich die Map abgeschlossen. Do it! Do it for the kids! Nein! Okay, ich muss mich wieder konzentrieren. Kurz was trinken, check, check, check. Ba, 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 ba. So, das ist, Alter. So. Das hat sich angehört, als würdest du furzen, Alter. Furzen. Aber sind richtig feuchten. Muchachos, ich brauche jetzt eure Hilfe. Spread the love. Herzchen. Herzchen. Herz. Herzchen, ich brauche eure Hilfe. Wie Genki-Dama, Son Goku, wenn er seine Genki-Dama auflädt. Der braucht auch die Kraft seiner Umgebung. Und das brauche ich jetzt auch. Genau, auf dem komischen Planeten, wo er war, in der Umgebung war die Erde. Hä, der hat die Energie aus den Pflanzen und so rausgezogen. Auf mich verarschen? Natürlich, das war auch Dings hier auf Namek oder so, wie der Scheißplanet hieß. Ja, und da hat er sich von den Menschen Energie schicken lassen. Und von den Pflanzen? Erde. Nein, von den Menschen auf der Erde! Und von den Pflanzen dort! Mr. Satan hat alle aufgerufen, die Energie zu spenden. Ja, und Pflanzen, da kamen auch so Dinge aus den Pflanzen raus. Ja, das war bestimmt voll viel. Ja, Digga, das war aber auch was. Hast du Pflanzenkunde studiert oder wie? Ja. Ich bin Pflanzologe. Nein! Anerkannter. Ich war doch drauf, ich war doch drauf! Oh Mann! Nein! Nein. Dieser Absprung, ne, der ist auch so böse. Weil der kann ja die Rampe nicht so bauen, dass man dann gerade ausspringen muss. Nein, man muss ja immer komisch von der Rampe abspringen. Warum eigentlich? Das ist immer noch 7000 Leute mir zu gucken, wie ich seit einer Stunde gerade ausfahre. Das ist heftig. Muchas, ihr seid krass drauf. Ihr seid richtig krass drauf. Eine neue Spende, ich lese gleich. Nein! Geiler Typ, Mann! Geiler Typ! 1 Euro von geilste YouTuber. Hey, Loot, Steko und Noob Bosser. Oh. Geiler Stream. Hoffe, ich kann euch mit dem Geld, auch wenn nur 1 Euro ist. Warte mal. Ich kann mit dem Geld helfen, auch wenn es 1 Euro ist. Dankeschön! Das heißt aber Loot, Schmeißer Deko. Euer Ziegenficker mit dem Riesenschlauch. Das kann ja jetzt jeder behaupten, ne? Nein, bitte nein. Nicht. Warum ist denn hier überhaupt... Wish that I could stay! Wish that I could stay! Schrei nicht rum, Frau! Ich trete Ihnen in Ihren Gesicht! Baby! Oh. Where is that? All I wanna do is start on the baby! Baby! All I wanna do für Sparta, Mann! Nächster Punkt, check! Sehr schön. Deko, 29 von 31, sehe das Ziel. Hey, kommst du auch hin oder ist da noch eine Ich habe keine Ahnung. Da wird wieder was sein. Da wird wieder irgendeine Scheiße sein. Könnt ihr mal Fan-Calls machen? Es sind fast 3 Stunden. Da ist... Oh mein Gott. Was kommt jetzt? Was? Was?
Okay, was hier jetzt schon mal scheiße ist, ich brauche Minimum fast schon 20 Sekunden, bis ich erst zu der Rampe komme. Das ist schon mal ein bisschen schwänt. Aber... An der Seite vom Haus gibt es eine Leiter, wo der Punkt ist. Aber eigentlich... Also eigentlich will ich die scheiß Leiter nicht benutzen, aber theoretisch könnte ich es tun. Mit der Ausrede, dass ihr nicht über dasselbe sehen müsst. Ah. Na. Komm, komm, komm. Faster. Jetzt aber. Fan Calls. Wir haben vor, wir wollen uns jetzt informieren über ein Postfach. Nein, man springt so scheibenkleistermäßig. Deko Baustelle hochfahren, rüberspringen. Geht 100% nicht. Ich fahre halt die Baustelle hoch. Ist das dein Ernst? Du, Deko. Alternativwege, das ist Level Asian. Du musst mal einen Weg nach oben finden hier, Alter. Weiß nicht mehr, wie es in der Baustelle nach oben geht. Wo ist denn hier der Scheiß? Ist das dein Ernst? Irgendwo war doch hier so ein Aufbau drin. Ist das dein Ernst? Man braucht diesen zweiten Speed auch noch. Wow. Wow. Heftig. Oh. Oh, das war gut. Mach bei der Baustelle und sterbe, weil ich gegen Wand fahre. Oh. Nein, schon wieder nicht! Wieso nicht? So, wo ist denn jetzt überhaupt diese Scheiße? Oh, mit Speed hätte ich es hinbekommen. Oh, fuck! Okay, ich bin jetzt aber zweimal miteinander draufgekommen. Das heißt, so langsam haben wir es drauf. Noch ein paar Tries, dann kriege ich das hin. Hä? Gibt's Pure Auffahrt? Um da hochzukommen? Das ist eine gute Frage. Also, ich sehe zumindest keine Auffahrt. Ich weiß, hier gibt es diesen Fahrstuhl, aber funktioniert der hier? Wie soll das bitte sich bewegen? Wie soll das denn gehen? Wie soll das gehen? Ich habe gerade eigentlich schon einen richtig geilen Try gehabt, aber... ich weiß ja nicht. Und ich habe ja sogar schon die getunte Party. Ich habe schon das Beste vom Besten. Wie soll das denn mit der ungetunten Version gehen? Oh fuck, ohne Speed. Ah, ohne Speed wird das nicht. Ich hab da was gefunden. Echt? Hat sich nur dasselbe ist, bin ich da. Oder ist das scheißegal, wo ich hochfahre? Ich weiß nicht, wo ich. So, jetzt nochmal hardcore konzentrieren. 10 Minuten noch, dann sind wir bei 3 Stunden. 3 Stunden Level Asian! Wir sind nicht mehr warm spielen können, ne? Hä? Wir sind jetzt auch schon in der Range, wo wir uns nicht mehr warm spielen können. Doch, wir haben noch 5 Minuten. Come on, come on, come on, Deko das Spiel verlassen. Wir sind hier noch weiter versuchen, den Punkt zu bekommen. Jetzt führe ich das Fick meine Eier-Design vor und dann... Wo habe ich das überhaupt? Hier müsste das sein. Ja. Was? Nein. Oh. Unglaublich. Unfucking glaublich! Da habe ich wirklich geschafft, den Speed mitzunehmen und komme trotzdem nicht auf die andere Seite? What the fuck? Oh! Wie? Ich nehme doch sogar schon den Speed mit. Ich weiß nicht, was ich noch ändern soll. 3 Stunden mit Chargers. Das ist unmöglich! Jetzt ohne Scheiß! Oh! Come on! So. Wie bringe ich das jetzt hier rein? Einfach als Bild? Ey, ganz ehrlich, ich glide jetzt wie ein Adler. Ich habe richtig krass dazugelernt. Komm, 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 komm! Fick mein Eier-T-Shirt, gib mir Kraft! Deko, zeig es! Es soll mich erleuchten! Zeig es schon, da ist es. Nein! Groß Bullock, also anderthalb Minuten noch, Mochachos. Ich weiß nicht, ich krieg's. Mein Steam.
Plus ich krieg vielleicht hin. Oh. Alter, das Game wäre fast gestartet. Ja. Marvin, die Leute sagen, wir sollen nicht fick meine Eier-T-Shirts zumindest für eine Woche. Ey, ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß, jetzt das war der beste Try meines verfickten Lebens. Und das hat nicht gereicht. Was ist mit diesen scheiß T-Shirts? Wir sollen sie für eine Woche in den Shop haben. Please. Dann sind sie ja trotzdem im Shop. Ja, aber nur für eine Woche. Das heißt, bevor sie gebannt werden, sozusagen, nimmt man sie Corny ist der Gute. So, Muchachos, letzter Try jetzt. Obwohl, nee, zwei Try haben wir noch. Zwei Tries. Komm mal. Also, 5 Minuten da sein, ne? Ich will das packen. Do it! Und jetzt hier rüber. Ich hab von denen. Das heißt, wir gehen zu denen als erstes, oder was? Was? Viel zu weit! Na toll. Oh. Ich mag andere DS nicht. Oh, fuck. Ja, wir sind ja nur... Oh. Zum Glückwunsch. Alter, warum geht das? Wir haben nicht so viel Zeit. Was ist denn der Komm down! So, jetzt letzter Try. Jetzt muss ich drücken mir die Daumen. Letzter fucking Try. Letzter Try! Und verkackt. Ganz ehrlich, ein Try mache ich noch. Einen letzten mache ich noch. Ich will noch einmal drauf kommen. Einmal noch drauf und dann mache ich das. So, auf Haus eine Runde. Wow. So. Und. Ja. Als Verteidiger nehme ich schön Cargo. Guck mal, Muchachos, das war der perfekte Absprung. Es hat schon wieder nicht geklappt. Es geht einfach nicht. 200 Minuten, 45 Sekunden. Ich weiß, es ist scheiße, aber wir müssen diese Map hier beenden. Ich will nochmal kurz schauen, wo das Ziel denn gewesen wäre. Was müssen wir noch machen? Bis Am es Ende denn kannst du auf dann den Boden zum einfach Ziel reinfahren. Geht. Es wäre, glaube ich, wirklich noch dieser eine Sprung. Schreibt es in die Kommentare. Packt ihr das? Ich habe wirklich alles getan. Ja. Jetzt, wir fahren einfach mal hier lang. So. Ehrlich, in dem Scheißraum. Ich habe keine. Haben wir Sprengbomben? Sprengbomben. So. Nein! Also, ich komme nicht mehr klar. Über 3 Stunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Versucht es selber. Wirklich. Ich bin draußen. Ciao, ciao.